offiziellen Vereins Ludwigspark.de. Ja, ich habe es gerade gesagt, Wetter ist eigentlich wunderbar. Es regnet nicht, ist trocken, bisschen kühl, aber vielleicht hat die Sonne ja Anfang Oktober noch ein bisschen Kraft. Hier am heutigen Erntedanktag in Deutschland schenkt uns vielleicht ja die Mutter Erde noch mal einen schönen Sonnentag sozusagen. Wir schauen mal auf die Ergebnisse. Wurde ja schon gespielt am Freitag und am Samstag. Die Bayern, die Kleinen, Bayern München 2 hat den Spieltag eingeläutet. Am Freitagabend haben sie gegen Dynamo Dresden 3:0 gewonnen. Der SV Meppen am Samstag gegen Verl zu Hause 1:2 verloren und damit hat Verl, der Aufsteiger, die Tabellenspitze fürs Erste erobert mit nun 7 Punkten aus 3 Partien. Dann hat Magdeburg gegen Köln gespielt, Magdeburg verliert zu Hause 0:2. Zwickau gegen 1860 München, da hatten die Münchner am Schluss die Nase vorne, 2:1 Auswärtserfolg für die Löwen. Der FC Ingolstadt gegen Unterhaching 0:1, auch eine Heimniederlage. Mannheim ist nicht über ein Unentschieden gegen Türkgücü München hinausgekommen. 4:4 stand es da am Schluss. Spektakuläre Partie auf jeden Fall. Und gestern noch Lübeck gegen Duisburg 1:1. Heute haben wir auf dem Zettel neben unserer Partie Hansa Rostock zu Hause gegen den KFC Uerdingen. Und am morgigen Montag, da müssen die Jungs aus Kaiserslautern nach Wien Wiesbaden fahren in die Brita Arena und dort schauen, ob sie irgendwie aus dem Tabellenkeller rauskommen. Ja, Tabelle spare ich mir jetzt mal. Ist noch nicht sehr aussagekräftig, nur so viel. Unser erster FC Saarbrücken nach 4 Punkten aus 2 Spielen, immerhin auf Rang 6. Und unser heutiger Gegner, der Hallische FC, hat auch erst 2 Partien gespielt, logischerweise. Und nur in Anführungszeichen 3 Punkte erzielt und steht damit momentan auf Rang 14. Aber ganz klar, diese Tabelle ist noch nicht sehr aussagekräftig. Ja, der Hallische FC, ein kurzer Blick mal auf unseren heutigen Gegner. Die sind in der letzten Saison auf Platz 15 gelandet in der dritten Liga. Da sind sie auch schon eine ganze Weile unterwegs, nämlich seit 9 Jahren. Und ja, ziemlich ausgeglichen letztes Jahr das Torverhältnis. 64:66 und 46 Punkte haben sie geholt in der abgelaufenen Saison. Ja, das erste Spiel für die Hallenser oder . 2:0 und dann gab es zuletzt ein Heimspiel und da gab es eine Niederlage gegen Ingolstadt. Und das heißt, die Tendenz, wenn man denn so will, nach 2 Spielen ist leicht absteigend. Und heute wollen sie sicherlich mehr mitnehmen aus dem Ludwigspark-Stadion, dem neuen Park, der noch nicht ganz fertig ist, aber schon bespielbar. Das hat man vor einer Woche gesehen. Das war eine schöne Vorstellung hier, die der FCS abgeliefert hat gegen Rostock. 2:0 Sieg. Hatten wir alle viel Spaß und das wünschen wir uns heute natürlich wieder. Ja, ich hoffe, man hört mich auch. Also ich mache jetzt einfach mal ein Test und die Leute können in den Chat Ja, bin ich wieder dran. Okay. Weil ich höre mich selber nicht über die Kopfhörer. Vielleicht kann man es noch einstellen nachher. Ja. Zur Halbzeit erst. Ja, mach mal. Dann rede ich einfach weiter, höre mich wirklich ganz, ganz gedämpft nur. Aber das soll uns egal sein. Wir hören mal in die Aufstellung rein von Christoph Tautz. Der verkauft hier schon unser Team heute. Für den verletzten Bösel. Tim Golley wieder von Anfang an dabei mit der 22, die 23, das ist Mario Müller, mit der 24 Sebastian Jakob und die 25 Tobias Jennecke. Genau so ist es, also genau die gleiche Startelf wie beim Erfolg gegen Rostock, mit einer Ausnahme Anthony Barulla eben auf dem Platz, unser Rechtsverteidiger, wenn ich richtig informiert bin, wenn er nicht wieder rochiert wurde, unter Lukas Kwasniow und Kwasniok natürlich. Und auf der Ersatzbank nehmen Platz Castellucci, unser Ersatztorwart Ramon Castellucci mit der 6.
36. Christopher Schorsch mit der 4. Rasim Bulic ist dabei, trägt die 6 auf dem Trikot. Außerdem auf der Bank José Pierre Bunguidika, die 9. Mit der 11 Markus Mendler, nicht von Beginn an dabei, aber ich glaube, den kann man immer mal bringen zwischendurch, wenn es nicht so läuft. Gerade für die Standards, wissen wir alle. Die 19 Kian Fröse, die 31 Jonas Singer. Nicht dabei, wie gesagt, Bösel und Guras, der hat sich wohl das Schlüsselbein gebrochen, nach allem, was man so hört. Hoffen wir, dass es nicht, den Fall hatten wir schon mal, dass es nicht ein halbes Jahr dauert, bis er wieder kicken kann. Und hier ist die Hymne des Vereins. Hören Sie vielleicht rein, vielleicht hören Sie mich übers Außenmikrofon auch noch das Signal. FC vor, noch ein Tor. Halten treu und fest zu unserem FCS. Und so weiter und so weiter. Ja, ich denke, es sind wieder die 900 voll geworden hier im Stadion. Jeder giert ja nach Karten und manch einer kommt dran, manch einer leider nicht. Ich wünschte mir auch, dass hier jedes Mal volles Haus ist, aber leider im Moment politisch nicht erlaubt. So, stellen wir doch mal die Jungs von Halle vor, die heute spielen, ganz einfach. Und dann sind wir auch schon gleich beim Anstoß. 14 Uhr, wie gesagt, geht es los. Der hallische FC mit seinem Trainer Florian Schnorrenberg, 43 Jahre alt, schickt folgende 11 auf den Platz. Mit der Nummer 1 der Torwart, Kai Eisele. Weiß nicht, ob er verwandt ist mit dem Ex-Spieler von uns, der Herr Eisele. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Mit der 5 dabei, von Werder Bremen 2 gekommen zu Beginn der Saison. Das ist Jannes Vollert. Mit der Nummer 7 hat sich schon in die Torschützenliste dieser Saison eingetragen. Julian Maurice Derstroff. Wie gesagt, die 7 und er kam von Jahn Regensburg nach Halle. Mit der 25 Sören Redemann kam vom Chemnitzer FC nach Halle. Marcel Titsch-Rivero, die 26, kam aus Wiesbaden. Lukas Böder mit der 29 vom MSV Duisburg eingekauft oder abgelöst, nennen Sie, wie Sie es wollen. Der ist auf jeden Fall auch in der Startelf. Genauso wie Niklas Landgraf mit der 31. An den erinnere ich mich noch. Der hat einige gute Spiele gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Team. Aber der Name ist mir im Gedächtnis geblieben. Und dann gibt es noch den Kapitän mit der 33. Das ist Jonas Niedfeld. Ersatzspieler bei Halle. Der Ersatztorwart Sven Müller. Außerdem Niklas Kastenhofer. Einen Spieler namens Papadopoulos. A. steht hier leider nur auf dem Bogen. Laurenz Dehl ist dabei. Fabian Menich, Yannick Sternberg und Julian Guttau. Nicht dabei bei Halle. Jürgen Jasula, Torschütze beim Auswärtssieg gegen Magdeburg. Heute nicht dabei. Ich nehme an, er ist auch verletzt oder angeschlagen in irgendeiner Form. Und ein Spieler namens Gündüz heute auch nicht dabei. Mehr habe ich jetzt nicht in der Spielvorbereitung über Halle. Wir können vielleicht noch mal gucken, aber jetzt betreten die Mannschaften in dem Spiel das Spielgelände natürlich. Der erste FC Saarbrücken hat bisher gegen Halle gespielt. 6 Partien in der Geschichte. 3 Siege für den FCS, 2 Niederlagen gegen Halle eingefahren und ein Unentschieden. Das letzte Spiel war zugleich der letzte FCS-Heimsieg am 12. April 2014. Da schossen wir mit Marcel Ziemer, Tim Knipping und Raphael Korte zum Sieg unseren ersten FCS. Die letzte Niederlage in Halle, das war am 18. Mai 2013, da gab es eine 1:2 Niederlage. Da traf nur Sven Sögler für unseren Club. So, jetzt habe ich ein kurzes Bling-Signal auf dem Kopfhörer gehabt. Das ist vielleicht schon ein ganz gutes Zeichen. Wir schauen runter auf den Platz und da haben die Mannschaften das satte Grün betreten. Shake Hands mit den Kapitänen auf der einen Seite. Wie gesagt, Jonas Niedfeld bei den Gästen und unser Kapitän unangefochten natürlich. Erst recht nach dem großen Auftritt gegen Rostock. Das ist natürlich Manuel Zeitz. Saarbrücker Junge oder sagen wir Großrosseler Junge. Das ist hier ein Ort, der ist vielleicht, weiß ich nicht, 15 Kilometer weg von Saarbrücken oder 20 knapp. Und er ist hier in einem
fährt Andi Saar nach Saarbrücken zu seinem Lieblingsclub und da hat er sogar die Kapitänsbinde auf. Es geht los mit dem Anstoß für den ersten Saarbrücken gleich. Jennecke steht da. Saarbrücken aus unserer Sicht, also von der Haupttribüne aus, erstmal von rechts nach links gegen die ganz in Rot aufgelaufenen Männer aus Halle. Schiedsrichter macht noch mal einen Blink. Das ist übrigens Asmir Usmanagic. Und die Assistenten heißen Marc-Philipp Eckermann und Gaetano Falciccio. Und jetzt geht's los. Anpfiff. Und Zeitz hat den Ball bekommen. Gleich schnell nach vorne in die Zentrale. Wird aber abgeblockt von Halle. Dann setzt der Jennecke nach. Erobert den Ball noch mal im Halbfeld. De Wil geht auf links raus. Bekommt den Ball. Könnte flanken. Macht das auch. An den langen Pfosten. Bisschen zu lang für den aufgeregten Niklas Schipnowski. Aber der kann den Ball noch sichern für die Blau-Schwarzen, bevor der ins Ausgeht. Es bietet sich an Müller. Aber Schipnowski geht in den Zweikampf. Gegen zwei Mann kann dann das Leder nicht behaupten für den FCS. Aber der Befreiungsschlag landet wieder in den Füßen eines Blau-Schwarzen. Nämlich Marin Zwerko hat da aufgepasst. Und Saarbrücken holt den ersten Einwurf raus. 20 Meter entfernt von der Eckfahne. Auf der rechten Seite. Anthony Barilla, unser rechter Abwehrspieler, ist weit nach vorne gerückt. Wird den Einwurf gleich machen. Ja, da bietet sich Jakob an. Und der ist ein bisschen verunglückt. Der Stoppball von Jakob. Den will er gleich zurückspielen zu dem guten eingeworfenen Barilla. Und das hat nicht geklappt. So. Ja, wir müssen das leider so machen, weil das an der Mikrofon geht. So nicht, aber man hört alles, man hört uns gut. Und das lese ich auch die ganze Zeit. Und sie freuen sich, dass es auch auf YouTube läuft. Wunderbar, hast du das wieder. Immer alle dankbar. Es ist immer blöd, wenn man eine Übertragung macht und hört hinterher. Niemand hat es gehört. Das wollen wir natürlich nicht. Ich bin froh, hier zu sein. Von dem Sonnenschein des Stars bedeutet für uns, kann nur gut gehen heute. Schöner Pass jetzt nach vorne in die Spitze. Schipnowski steckt durch. Das ist Jakob. Kann reinlegen. Aber Fuß dazwischen gerade noch. Aber sie kriegen den Ball nicht weg. Und Jakob geht da ran. Jetzt. Schuss jetzt. Ja! Saarbrücken kombiniert ein bisschen und De Wil hat das Zielwasser vor der Partie getrunken, versenkt den Trocken unten links im Eck. Auftakt nach Maß für den ersten FC Saarbrücken. Jetzt nach vorne mit Tim Golay. Der legt den wieder auf den Will ab. Kommt er da noch dran? Nein. Schade. Ein Meter hat ihm gefehlt. Schönes Ding von Golay. Ein Ticken zu weit. Aber Angriff und Aggressivität, das ist hier von Sekunde 1 beim ersten FC Saarbrücken. Da genau das gleiche Rezept, was wir gegen Rostock haben. Da hat es, glaube ich, 6 Minuten gedauert bis zum. Und jetzt 2 Minuten. Ja, also es macht Spaß. Maurice De Wil. Ihm sei es auch redlich gegönnt und ich muss sagen, ja, der FCS macht genauso weiter. Das habe ich für einen ganz normalen körperlichen Einsatz gehalten. Foul im Mittelfeld von De Wil an die Nummer 33 an Jonas Niedfeld. Also, aber nichts Schlimmes, geht weiter mit einem normalen Freistoß. Du hast gesagt vorhin, ja, der Landgraf, das ist doch einer, den kennt man. Ne? Ja, ich weiß aber nicht, du meinst bestimmt den Willi. Willi Landgraf. Ja, von früher, den Rekordspieler der zweiten Liga. War der bei Aachen oder so? Aachen, Homburg und so weiter. Okay, kann sein, dass ich den verwechselt habe. Du bist hier das wandelnde Lexikon, lieber Kai. Nicht ich, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Ich auch nicht. Habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Macht aber nichts. Zeitz hat jetzt einen Freistoß getreten, vom Mittelkreis rübergelegt. Erstmal zu Barilla müsste das gewesen sein. Und dann im zentralen Abwehrverbund geht's gleich nochmal die Linie lang. Jennecke tritt an, holt sich das Ding, aber Stürmerfaul, sagt hier Schiedsrichter Asmir Usmanagic. Ja, hat er sich ein bisschen zu sehr reingelehnt, aber auch das musste meiner Meinung nach nicht unbedingt pfeifen. Hat vielleicht unberührt an der Ferse. Es gibt auf jeden Fall Stürmerfaul, also Freistoß für die Gäste aus Halle, die hier kalt erwischt wurden durch den Treffer von De Wil. Schöne Vorarbeit im Strafraum, Übersicht bewahrt. Jakob war da zum Beispiel am Ball. Und ja, da werden sie sich ärgern, die Männer aus Halle. Denn im Strafraum da einfach rumzuspielen,
Und das Ding nicht einfach rauszukloppen, da wird der Trainer hinterher auch sagen, warum habt ihr nicht diese Option gewählt? Nun gut, es geht wieder nach vorne. Schön per Kopf verlängert. Jawohl, und Müller! Müller! Nein. Und der ist leider vorbei. Der ist leider vorbei. Müller wird auf die Reise geschickt. Waschipnowski, mein Freund. Waschipnowski. Waschipnowski auf die Reise zentral zum Torwart. Geht durch. In die Ecke flach schieben, aber wenn das so einfach wäre, dann würde ich da unten auf dem Platz stehen und die Dinger machen. Aber es ist eben nicht so einfach. Deswegen stehen unsere Profis da hinten. Eckstoß von Golay ist das, nicht wahr, Kai? Das ist Golay, genau so sieht es aus. Der bringt den Ball hinein an den 5-Meter-Raum. Aber die Hallen erklären erstmal Nachschuss. Immer noch heiß. Ist immer noch heiß und der Jakob bringt den auch noch mal rein in den 5-Meter-Raum. Aber Gollein kommt nicht dran. Saarbrücken hat den Ball. Gesichert. Hat den zweiten, dritten Ball schon gesichert wieder. Über die linke Seite. Schipnowski wird klar gefault von Lukas Böder. Das gibt Freistoß. Und noch mal eine Ermahnung bei der nächsten Aktion. Bestimmt gelbe Karte, aber nur ein Freistoß. Das heißt, nur ein Freistoß aus einer guten Position. Halb linke Außenbahn. Da kommt Gollein, der ja auch beim letzten Spiel gegen Rostock ein gutes gemacht hat. Und der wird den Freistoß gleich reinheben. Aber ich traue ein bisschen der Chance nach von Schipnowski. Der hätte es 2-0 machen können. Aber 1-0 nach paar Minuten. Schipnowski, oder? Machen muss. Ja, da werde ich schon wieder getadelt vom Freddy. Also, Freistoß für den FC, halblinke Seite. Golay steht da, Müller steht da. Linksfuß oder Rechtsfuß? Ich tippe Tim Golay, wird den Ball reinbringen. Reindrehen in den Strafraum. Er geht nochmal zum Ball, wartet. Aber es macht doch Müller, bringt den Ball schon an die 5 Meter Raum. Und der Torwart mit den Fäusten. Nachschuss, zweite Reihe. Nochmal abgewehrt und Manu dreht sich schon um, hat den Ball nicht gesehen. Und setzt ihn nochmal geklingelt, nochmal Ball hineingebracht. Ein paar Zentimeter zu hoch. Da konnte der Sebi den richtig mal richtig drücken. Aber hier der FCS, der rast quasi in Liga 3. Hier geht es rund. Weiter 1-0. Wahnsinnsauftakt habe ich lange nicht gesehen. Den kannst du eigentlich im Fernsehen heute Abend ungeschnitten diese ersten Minuten übertragen, weil es hier einfach lichterloh brennt im Strafraum der Gäste aus Halle. Aber jetzt sind sie mal nach vorne gekommen in die FCS-Hälfte mit ihrer Nummer 7. Das ist Gerstorf. Legt ab, Flankenschlag rein an den langen Pfosten. Kopfballabwehr. Saarbrücken, jawohl. Und dann unsere Nummer 9. Auf ihrer linken Seite, etwa auch 20 Meter von der Eckfahne entfernt, kurz eingeworfen, abprallen gelassen. Und dann geht's weiter. Halle hat noch immer den Ball reingelegt. Jetzt ein bisschen geht's zentral, aber Saarbrücken kann klären. Mit dem Befreiungsschlag an die Mittellinie. Und Schlag in die Zentrale, an den Strafraum des ersten FC Saarbrücken, aber da steht Zeitz unter anderem und der hat aufgepasst, nimmt dann den Marin Zwerko mit und der macht den Ball lang. Kopfball-Duell-Versuch verloren leider von Jakob in der Mittelstürmerposition, aber weit aufgerückt zurück in die Hälfte des ersten FC Saarbrücken und da landet der Ball dann auch nach ein paar Berührungen und blau-schwarz hat die Kugel am Fuß. Viel Platz für Golay. Der legt in die Mitte auf Jakob. Jakob sucht eine Anspielstation, findet sie in Zeitz, ein paar Meter zurück. Der legt raus nach links, wieder zurück in die Mitte zu Zeitz. Das war Mario Müller. Zeitz erkämpft sich den Ball, bekommt den Freistoß. Ja, da wurde ein bisschen gerempelt. Nichts Großes, nichts Schlimmes. Etwa 35 Meter vor dem Tor der Hallenser darf die Kugel jetzt ruhend getreten werden. Und wieder sind unsere zwei Freistoßspezialisten da, die sich absprechen. Macht's der Müller, macht's der Golay. Golay macht's. Diagonal in den Strafraum. Kopfballabwehrhalle, aber es rückt nach. Barrüller ist das, hat sich die Kugel geschnappt. Schlägt nochmal rein, halb hoch. Ja, ja. Und der hat wieder Problem, am Elfmeterpunkt den Ball rauszuschlagen. Irgendwie gelingt's dann doch. Und jetzt Kontermöglichkeit, aber aufgepasst. Sehr gut gemacht. Von Steven Zellner sich nicht ärgern lassen, sondern einfach weiterspielen. Ja, wieder Zellner, geht da auf Nummer sicher, nimmt den Torwart mit. Daniel Batz natürlich heute die Nummer 1 im Kasten von Blau-Schwarz wieder mal. Und dann haben wir hier, tja, wer ist das? Müsste Barulla gewesen sein. Nochmal zurück zu Batz. Die Hallenser stehen jetzt ein bisschen höher.
Aber noch kann sich unser Abwehrverbund den Ball einfach so hin und her schieben. Keine große Gefahr. Da sind wir in Überzahl. Zwerko nochmal zurück zu Watz. Es bietet sich an. Unsere Nummer 5, Steven Zellner, der legt nochmal raus zu Mario Müller. Was macht er? In die Zentrale aufpassen. Zeitz geht den Sicherheitspass. Jawohl, wurde attackiert. Nochmal zurück zu Watz. Und jetzt der lange Schlag mal nach vorne. Halbrechte Position. Aber da kann keiner drankommen. Und die Nummer 5, Janis Vollert war es, glaube ich, von Halle, hat den Ball ins Hintertor ausgeköpft. Da hat er ein bisschen zu viel gewollt, wollte sich den Ball vorlegen, um durchzustarten. Ist ihm nicht gelungen. Watz hat die Kugel wieder und sucht eine Anspielstation. Wenig Bewegung jetzt nach dem 1:0 für Saarbrücken in der zweiten Minute durch Deville, falls Sie sich jetzt erst einschalten. Ein Auftakt nach Maß, der liebe Kai hat es schon gesagt. Und Schipnowski geht ins Laufduell. Aber auch Halle auf dem Posten lässt sich hier nicht von Schipnowski. Über die rechte Seite folgen. Aber Saarbrücken steht da giftig im Tod. Und Vollei geht dazwischen, kriegt Szenenapplaus, weil er den Einwurf eben macht für Halle, aber eben nicht die Möglichkeit zulässt, dass irgendwie was hier über die Linie geht. Das ist auch gut so, der Gollei. Wie gesagt, sein erstes Jahr ist ja nicht so nach Maß gelaufen für ihn. Hat ja auch eine neue Rückennummer jetzt. Hat die 7 abgetreten hier an Schipnowski, hat jetzt die 22 auf dem Rücken und mit der scheint es gut zu laufen. Und der Will, gut, hat den Feder Robert genäht. Super. Spielt auf der linken Außenbahn am Strafraum nochmal zentral durch und der Pass von Gollei kommt jetzt mal nicht dann auf die linke Außenbahn, aber schön wieder nachgesetzt von Müller, aber Sebi Jakob kommt links außen nicht dran, aber Halle wird eingeschnürt, eingepackt auf der linken Seite wieder Sebi Jakob auf Maurice Deville, der kommt nicht zum Abschluss von 16 Meter aus, aber weiter der FC über Manu Zeitz auf die rechte Außenbahn gespielt. Zu Schipnowski, aber der stand im Abseits, Ole sagt, ja, dann stimmt es auch. Also wieder schöne Spielzüge vom 1. FC Saarbrücken. Halle kommt nicht wirklich hinten raus. Sie probieren es immer wieder, aber der FCS macht es richtig, richtig gut in den ersten 11 Minuten hier im Saarbrücker Ludwigspark. Immer wieder schön, das zu sagen. So sieht's aus, lieber Kai. Und ja, so ein Spielwille, so eine Aggressivität, so ein Selbstvertrauen auch wie hier habe ich lange nicht mehr vom FCS gesehen, mit Ausnahme der letzten Partie. Ist das die Handschrift von Kwasniok, auf die ja alle warten? Warten wir es mal ab, bis jetzt sieht es mir fast danach aus. Jetzt ist erstmal wieder Halle im Ballbesitz mit dem Diagonalschlag auf die Rechtsaußenposition. Da muss Müller ein bisschen den Turbo auspacken, schafft das aber Linie lang. Kommt sogar an bei Tim Gollei, der hat zwei Mann gegen sich. Ja, wählt eine interessante Variante zu Jakob. Hat keiner mit gerechnet. Gut gemacht. Und Jakob holt den nächsten Einwurf für Saarbrücken aus. Da ärgert sich der Gollei. Mach doch schnell. Ich starte nach vorne auf die Linksaußenposition. Nee, der erste FC Saarbrücken respektive Mario Müller wartet ein bisschen ab. Zeitz bietet sich an und dann Müller mit dem langen Schlag nach vorne. In Richtung Jakob. Kann er da rankommen? Nein. Dann wird er gestört bei der Ballannahme. Und Gollei stört seinerseits den Hallenser Spieler mit der Numero, was hat er, die 29. Das ist Lukas Böder. Und jetzt geht's mal nach vorne. Da muss er den Turbo rausholen, der Barilla. Und was war's? Abseits gewunken wohl, nee, oder? Eine Foul von Jennicke. Das wurde erst Vorteil laufen gelassen vom Schiedsrichter. Okay. Das war Gold. Osman Nagic hat uns auch in der Regionalliga schon gepfiffen. Der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber was macht Halle aus dem Freistoß? Nichts. Die sind geschockt ein bisschen. Die sind ja ein bisschen angezählt. Da steht ganz vorne, ganz alleine der Terence Boyd, ja auch ein ganz erfahrener Spieler und wartet auf Bälle, bekommt keine. Und Saarbrücken macht es jetzt richtig gut, richtig gut. Zelle mit einem weiten Schlag jetzt nach vorne. Sebi Jakob wird von hinten geschubst, aber gibt keinen Freistoß, macht nichts. Müller hat den Ball über die linke Seite und könnte jetzt ein bisschen gehen. Was macht er? Wird von hinten, ja, fair getackelt, frei, ja. Einwurf für den 1. FC Saarbrücken. Linke Seite macht auch Müller, nachdem Titsch Rivero den Ball ins Ausgespielt hat. Ball, ja, da kriegt er Sebi, aber jetzt echt mal so richtig eine von hinten rein. Und da kann man auch mal die Karte zeigen, weil es war wieder voll, hat er ja vorhin auch an der Außenbahn ein Foul gespielt hat. Aber es wird erstmal bei einer Ermahnung gelassen von Osman Nagic und somit gibt es Freistoß für den 1. FC Saarbrücken. Linke Seite, das Ganze übernimmt entweder Müller oder Gollei, wie eben. Zwei Leute dran, also mal gucken. Mendler ist ja übrigens wieder fit, sitzt auf der Bank.
auch eine Option, deine Standards, ihr wisst ja Bescheid. Also, wer macht's? Goller, chippt ihn diesmal rein, aber schlecht getreten, schlecht getreten. Sei es drum, weiterhin 1-0 FC. Und der Torwart, Kai Eisele, sucht einen Mitspieler, findet ihn auf der linken Seite, Abwehrverbund, geht nochmal zurück, der Ball, nochmal in die Zwei-Mann-Kette. Die anderen sind schon nach vorne gelaufen, die Außenverteidiger. Aber da geht es jetzt nicht hin, sondern nach vorne in die Zentrale. Und dann läuft der Mann mit der Nummer 13, Terence Voigt, nochmal ein Stück zurück. Und jetzt kommt der lange Diagonalschlag. Ja, gut gemacht im Grunde genommen, aber da hat er ein bisschen gepennt, der Linksaußen von Halle. Oder sagen wir es positiv, den konnte er dann doch nicht mehr kriegen, war etwas zu lang geschlagen. Aber der Diagonalpass für Halle in dem Moment das Mittel zur Wahl auf jeden Fall. Einwurf also für den ersten FC Saarbrücken. Das müsste Barulla sein, lässt abtropfen. Zeitz, Barulla nach vorne, Linie lang, Schipnowski lässt abtropfen, irgendwie mit dem Rücken. Und dann Seitenwechsel, ja, warum denn nicht? Kommst du da noch dran, lieber Mario Müller? Ja, den hast du noch. Ein Mann gegen dich, hast ein bisschen Platz. Ja. Deville bietet sich an. Nochmal zurück zu Mario Müller, der ist an der Mittellinie, zurückgelegt auf Sverko, bietet sich hier schön an, hat auch Platz. Bisschen wenig Bewegung jetzt auf dem Spielfeld. Die Seite des ersten FC Saarbrücken. Der geht mit dem Ball am Fuß über die Mittellinie, findet dann Deville, der wird attackiert und in der Mitte steht frei Golay. Der sucht sich jemand aus, wartet ein bisschen zu lange für meinen Geschmack, muss abdrehen, muss nochmal zurück, Müller mitnehmen, Müller auf Golay und Golay, Sicherheitspass zu dem weit aus dem Tor geeilten Batz. Es geht weiter mit Zellner auf der rechten Seite, Barulla, wie gesagt, ja heute für Bösel am Start. Dann geht's schnell in die Zentrale und ja, Jakob im Kopfballduell gefoult. Das heißt, schöne Freistoßsituation für den 1. FC Saarbrücken. Vielleicht 23, 24 Meter. Das wäre natürlich klassischerweise ein Fall, zum Beispiel für Markus Mendler. Aber der ist noch auf der Ersatzbank. Deswegen haben wir zwei andere Leute da, die es machen können. Oder drei. Ich weiß es nicht, wer es will. Golay schnappt sich jedenfalls als erstes die Kirsche. Ja, was für Mendler eigentlich, gell? Ja, ja, hab ich ja gesagt. Genau Mendlers Entfernung, vielleicht 23, 24 Meter. Halbrechte Position, aber noch in Strafraumhöhe. Den kann der Mendler natürlich machen. Vielleicht kann es der Müller auch oder der Golay. Wir werden sehen. Es steht da auch noch Barulla. Ja, schauen wir mal, wie die drei sich abgesprochen haben. Kleine Zwei- oder Drei-Mann-Mauer gebaut. Golay bringt den rein. Ja, knapp am langen Pfosten vorbei. Aufsetzer. Da kannst du auch Glück haben. Aber mit dem rechten Fuß dreht er sich eben vom Pfosten dann weg, wenn er links vorbeigeht. Aus halbrechter Position und von daher leider nichts eingebracht, dieser Freistoß. Aber der 1. FC Saarbrücken ist trotzdem gut drauf. Führt hier seit Minute 2 durch einen Treffer von Deville, als Halle den Ball einfach nicht aus dem Strafraum rausbekommt. Und Saarbrücken kombiniert ein bisschen durch und Deville sagt Danke, netzt unten rechts ein. Torwart Kai Eisele zum ersten Mal geschlagen in dieser Partie. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Ja. So schaut es aus, weil ich hier immer wieder lese, bei mir geht das über Planserver nicht. Ja, die Web-App, die gibt es nicht mehr. Die App nur noch über Handy, ansonsten hier über YouTube. Wisst ihr Bescheid. Schreibt also in die Gästebücher, die genau. Einschlägigen oder Facebook oder wo ihr immer hier unterwegs seid mit den blau-schwarzen Anhängen. Schipnowski jetzt über die linke Seite, aber der Flankenball kommt mal nicht, aber kämpft sich fast wieder zurück, kickt fast den Ball. Aber halt auch nur fast. Jetzt mal Beuth. Ich glaube, in der ersten Ballberührung in dem ganzen Spiel. Nein, er war schon mal dran. Ah, okay. Aber jetzt, ja, haben sie mal ein bisschen Platz, die Roten. Über die rechte Seite stecken jetzt durch. Aber du musst Sverko ist da. Ja, wird noch gefoult. Nein, entschieden. Also, warum sollte er in der Position den Eckball bringen? Er hat das ganze Spielfeld vor sich, er wird dabei gefoult und dann geht der Ball eben ins Hintertor aus. Also für mich eine unlogische Entscheidung einfach. Na gut, sei es drum, jetzt Daumen drücken, Standardsituation. Die erste für den Hallischen FC von der rechten Seite. Alle lange natürlich bei uns hinten drin. Daumen drücken. Ja, wartet, hebt den rechten Arm, Ball kommt jetzt kurz tief hoch hinein und der Ball. Ah. Hat nochmal schön abgewehrt, also der kam tief, nicht hoch, sondern tief in den Rückraum. Aber Saarbrücken hat die Situation jetzt erstmal geklärt, aber Ball wieder bei Rot. Die kommen wieder mit einem langen Diagonalball, da wird Sverko zu Fall gebracht. Ja, der Sverko wird uns die nächsten beiden Spiele fehlen, der ist ja nominiert worden für die
kroatische U21. Bei De Wil weiß ich nicht, ob er nominiert worden ist. Auf jeden Fall, Zverko wird uns fehlen die nächsten beiden Spiele. Leider. Ja, wenn du Nationalmannschaftsspieler verpflichtest, dann ist es so. Aber das wollen wir jetzt nicht groß drüber reden, weil wir haben noch genug Leute, die im Abwehrverbund. Ja, aber ist ein guter Spieler, ja, den wir dazu bekommen haben. Klar. Ja, und es geht weiter. Jakob wird gefault. Griechisch, römisch, 40 Meter vor dem Tor. Es gibt ein Stürmerfoul. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also das war kein Stürmerfoul. Also, da tut er sich beim eigenen Stürmerfoul weh. Der Jakob liegt am Boden, hält sich das Knie. Haben wohl beide ein bisschen zugelangt hier im Zweikampf. Wer kriegt den Ball, wer startet durch? Jakob sah da gut aus, geht natürlich auch ein bisschen in den Mann rein. Der aber auch. Und von daher erstmal die Medizinmänner auf dem Platz. Hoffentlich nichts Schlimmes bei Sebastian Jakob, unserem, kann ich glaube ich ohne Probleme sagen, offen, das ist unser bester Stürmer, den wir haben in unserem Team. Und ohne die Leistung der anderen schmälen zu wollen, aber der ist jetzt erstmal in der Behandlungspause. Schiedsrichter steht daneben, sagt noch nicht, ihr müsst jetzt raus. Ich denke, es wird gleich weitergehen. Kurze Trinkpause auch für Jennecke in dem Moment, glaube ich, war es. Und wir warten hier, bis es weitergeht. Aber noch wird Sebastian Jakob am Boden behandelt. Ich hätte hier gerne den Freistoß gesehen. Ja, 38 Meter zentrale Position. Kann man auch mal machen. Aber leider hat es der Schiedsrichter mit dem schönen Namen Asmir Osmanagic andersrum gesehen. Stürmerfoul. Und jetzt heben sie ihn auf, den alten Mann, den Jakob. Und da kriegt er natürlich. Weil es halt einen Freistoß gibt für Halle und nicht für uns. Ne? Ja, das haben wir ja schon vorher gesehen. Ja, aber ja gut. Hauptsache Sebi kann weitermachen. Ja, wird jetzt doch nach draußen geführt. Da kriegt er noch wahrscheinlich nochmal einen Klaps. Auf den Poppes. Genau, und dann darf er wieder drauf. Warten wir es ab. Auf jeden Fall jetzt, weil das Spielfeld wieder regulär mit 21 Leuten besetzt. Und der Schiedsrichter schaut sich nochmal um. Sagt zu den Auswechselspielern, die sich da warm laufen. Ich sehe da zum Beispiel Josip Bungudica. Könnte ja sein, dass doch gewechselt werden muss. Geht mal ein bisschen hinters Tor, sonst sehe ich da nicht genug. Aber jetzt geht's weiter und Jakob ist wieder auf dem Platz. Aufmunternder Applaus vom FCS-Anhang. Aber der Ballbesitz erstmal bei Halle. Jo, die müssen ja einem Rückstand hinterherrennen. Ich kann es immer wieder nur sagen. Der FCS führt hier mit 1:0 durch ein Tor von Maurice De Wil und das absolut verdient. Jetzt mal wieder ein Sport. Schön gesteckt von Jennecke mit De Wil, linker Außenbahn am Strafraum, bringt den Ball hinein. Aber alle rennen am Ball vorbei. Ob Freund, ob Feind. Schade. Da passt zu extrem in den Rückraum. Sonst hätte es klappen können mit dem nächsten Tor für den ersten FC Saarbrücken. Und es wäre nicht unverdient gewesen, eine 2:0-Führung. Muss man klar sagen. Nee, also im Grunde warten wir hier auf das zweite Tor, weil der erste FC Saarbrücken einfach mit wahnsinnig viel Zug zum Tor spielt. Schon wieder gefallen. Also. Ja, am Mittelkreis nehmen sie ihn auch nochmal in die Zange. Die wissen natürlich, wie gefährlich der ist, aber jedes Mal einfach nur die Taktik zu wählen gegen Saarbrücken. Ja, dann nehmen wir den Jakob aus dem Spiel, indem wir den kurz und klein faulen. Das kann es ja dann auch nicht sein. Nee, also wir hoffen mal, dass der, Achtung Ole, da fliegt gleich seine Karte weg, der Herr Osmanagic hier auch mal durchgreifen wird bei dem nächsten Foul an Sebi Jakob. Also das kann es ja auch nicht sein. Weiter geht's mit Ballbesitz für Blau und Schwarz. Jennecke probiert zurückzuspielen. Zum Müller gelingt nicht, wird auch nochmal angepasst. Somit Einwurf für Halle. Beuth mit Kopfballverlängerung. Aber Steven Zellner kann den Ball aufnehmen, zurück zu Daniel Batz passen. Der zentral zu Manu. Jetzt jeder, warum sich wundert, warum spielt er das Ding nicht weit nach vorne? Ja, er hat eigentlich nur einen linken. Jetzt legt er sich schon wieder auf den rechten, der Batzi. Aber jetzt kann er weit nach vorne spielen. In Richtung Tim Golley, der auch am Leder ist. Ja, jetzt muss der Pass kommen. Ein bisschen. Jetzt muss der Pass kommen. Kommt auch nicht genau genug. Zu Jennecke. Wenn man so von hinten reinrutscht. Da ist es faul, aber der Schiedsrichter hat wieder kein Einsehen, sieht es wieder andersrum. Gefällt mir nicht. Hat mir auch schon letzte Woche nicht gefallen gegen Rostock. Da gab es auch bei jeder strittigen Aktion, wurde gegen den FCS gepfiffen. Obwohl du schon an der Körpersprache gesehen hast, dass die Rostocker da sehr viel härter
in den Zweikampf gehen und dann jedes Mal Stürmerfoul zu pfeifen, wie es über lange Strecken im Rostock-Spiel war. Ich hoffe, das wiederholt sich hier nicht mit Herrn Asmir Osmanagic, der hier schon manche strittige Situationen gegen den FCS gepfiffen hat. Jetzt hat er sich da mal durchgetankt im Mittelfeld, aber drehen nochmal ab, Querschlag in die Zentrale und dann ist er Brücken da, kann den Ball nochmal erobern über Jennecke. Ja, hat er Glück, dass der Querschläger im eigenen Abwehrverbund landet und nicht vor den Füßen eines Mannes mit rotem Trikot. Schön jetzt hier von Dollay reingegangen. Ein bisschen unkonzentriert von Bewegung gespielt. Und jetzt wird es gefährlich. Kein Abseits von Beuth. Oder doch, es war Abseits. Beuth wäre alleine vom Keeper gewesen, vor Daniel Batz. Aber der hat auch aufgepasst, ist rausgerockt. Und hier sind die Schieberrufe. Sie hören es vielleicht über unser Außenmikrofon hier. Ja, ist kein Wunder nach den Entscheidungen der letzten 10 Minuten, die der Schiedsrichter hier vom Stapel gelassen hat. Ja, also das war, sag mal, es ist kein Heimschiedsrichter bis jetzt. Der nee, bis jetzt nicht, kann man nicht sagen. Nee. Ja, aber wie gesagt, es zählt ist jetzt der Spielstand. Das sieht gut aus für den ersten FC Saarbrücken. 1:0 der Spielstand hier im Ludwigsparkstadion. Und da ist Barilla. Sieht gut, dass in der Zentrale Jakob ist, da probiert durchzustecken. Zu dem Weg, gelingt nicht, aber der zweite Ball. Ja, der wird abgefällt. Einwurf für den ersten FC Saarbrücken von der linken Seite. Also Einwurf getätigt für Zwerko, Müller, Zwerko. Ja, alle orientieren sich jetzt in Mittellinie. Wieder zurück zu Steven Zellner. Auf die rechte Außenbahn zu Barilla, der ja eine satte Muskelverletzung hat und uns bis jetzt gefehlt hat. Und der Ball rübergespielt, schön auf Gewill und der macht es auch gut. Auf Müller, ja, ein bisschen zugestellt jetzt der Raum. Der Herr muss ja zentral gehen. Wieder auf Manu, wieder Zwerko, wieder Gewill. Machen sie gut, ein Körper betont dieser Brücke, aber der Pass von Müller jetzt in Richtung Gewill. Der war nicht so gut und da ist Beuth wieder am Abseits. Ja, lauf Junge, lauf. Trotzdem Abseits, gibt Freistoß für den ersten FC Saarbrücken, ja, und rechte Seite. Da war Barilla, wir wissen ja, wie gut er ist und freuen uns, dass er wieder mit an Bord ist hier beim ersten FC Saarbrücken. Jetzt gut gespielt, rechte Außenbahn auf Kolai, auf Kipnowski. Der geht nochmal zentral, liegt nochmal ab zu Manu zentral. Müller, und der steckt schön durch an den Strafraum zu Tobi Jennecke. Was macht er mit dem Ball? Bringt ihn hinein an den zweiten Pfosten. Nein, Ball nochmal reingebracht auf Kipnowski. Und der auf Sebi Jakob. War Kipnowski, war Sebi Jakob. Egal, würde Mäntler jetzt im Winter der Mäntler sagen. 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Durch, ich sage nochmal, Kipnowski. Gut rausgespielt, über rechts, zweiten Pfosten. Kipnowski setzt sich durch, bringt den Ball scharf hinein. Und ich weiß nicht, ob Jakob danach dran war. Hören wir einfach mal Christoph Taut. Ja, super. Für den FC, 27. Spielminute. Torschütze mit der 7. Niklas! Also Kipnowski. Ja, super. Also nicht nur Auftakt nach Maß, sondern nach 27 Minuten nochmal einen nachgelegt. Der erste FC Saarbrücken führt hier 2:0. Und das kann man nicht anders sagen. Vollkommen verdient in dieser Partie. Denn von Halle, ganz ehrlich, da kam noch nicht allzu viel. Sie hatten mal eine Schussmöglichkeit aus dem Rückraum nach einer Ecke. Aber die wurde auch kläglich vergeben. Und sonst war da gar nichts. Und der erste FC Saarbrücken bissiger, wacher, aggressiver, mit mehr Spielüberblick. Und ja, würde ich mir wünschen, dass jetzt noch ein bisschen kultivierter das Bällchen laufen gelassen wird. Und dann wartet man auf seine Chancen, denn Halle muss jetzt aufmachen. Halle muss jetzt mehr riskieren. Halle muss hinten einfach die Lücken lassen, damit vorne was geht. Wenn sie hier noch was mitnehmen wollen aus dem Ludwigspark. Und jetzt versuchen sie es über die Zentrale. Ja, aber das haut nicht hin. Ja, kleines Foulspiel von Schipnowski am Mittelfeld. Versucht er den Ball wegzuspitzeln, trifft aber nur den Knöchel. Aber nichts Schlimmes, es geht weiter. Halle über die rechte Seite mit Lukas Böder. Der legt nochmal einen weiter rein in den Strafraum. Aufpassen, jetzt quergelegt. Da müsste Müller an oder Zwerko. Ja, Zwerko ist da. Fabriziert zwar den nächsten Eckstoß für Halle, aber das ist immer noch besser, als dass sie hier im Strafraum zu einer gefährlichen Torchance kommen. Sind wir mal gespannt, wie der jetzt ausgeht.
Ball legt sich zurecht, der Spieler. Ich kann es nicht ganz genau erkennen. Vielleicht ist es Sören Redemann. Die Hallenser werden wissen, wer bei ihnen die Eckstöße. Von Deville, wenn ich es richtig gesehen habe. Und raus aus der Gefahrenzone. Nachschuss, zweite Reihe in den dritten Stock von Halle. Etwas höhnischer Applaus vom FCS-Anhang. Und ja, war, glaube ich, so der zweite oder dritte Torschuss erst für die Gäste ganz in Rot. In der ersten FC Saarbrücken 2:0 führt er hier. Ich kann nur hoffen, dass sie diesen Stiefel so weiterspielen. Einfach cool und mit der nötigen Präsenz das Ding. Zum Beispiel jetzt mit Jakob, da bringt ihn der Ball ein bisschen vom Fuß. Aber die Männer aus Halle, das fällt mir jetzt zum wiederholten Male auf, denen fällt nichts ein. Die schießen die Dinger irgendwie lang nach vorne, da wird dann schon vielleicht einer stehen oder in die Zentrale. Rechts außen und da ist keiner. Da ist einfach unser Abwehrverbund zu gut aufgestellt und somit keine Gefahr für den FCS. Batz nimmt jetzt Zellner mit auf der halblinken Position. Müller bietet sich an, aber Zellner geht weiter. Ein faires Tackling. Zellner, da hat er nicht aufgepasst. Und Halle auf dem Vorwärtsgang, auf dem Weg nach vorne. Zeigt's mit einem sauberen Tackling an der Strafraumkante gegen Beuth. Und Einwurf für die Roten, kurz geworfen. Ja, die wollen es jetzt wissen. Die wollen jetzt hier diesen Rückstand verkürzen, ganz klar. Aber Saarbrücken passt auf. Müller, bisschen schlampig hier nach vorne gespielt. Aber da sind zwei Bälle auf dem Spielfeld. Wie kommt denn das? Ja. Ein Balljunge, ein... Wir können uns das leisten, lassen. Zwei Bälle. Ne? Ja, genau. Nein, also wie gesagt, es müsste Schiri-Ball geben und die Hallenser sind so fair. Gehen da gar nicht. Genau. Zwerko wird den Ball jetzt wahrscheinlich nach vorne bolzen. Ja, so schaut's aus. Aber Halle direkt mit dem Fuß, wie gesagt, wieder dran. Zwerko wieder mit der Kopfballabwehr. Jennicke, ja. Er macht das einzig Richtige, das Ding einfach nach vorne ballern. Aus der Gefahr. Aus dem Rückraum kommt jetzt Barilla. Sehr schön abgelegt auf Golai. Golai, jawohl. In der Mitte gesehen, Zeitz. Wohin? Chippt das Ding. Ach, leider nicht hoch genug nach vorne in den 16er. Aber keine schlechte Idee von Manuel Zeitz. Kopfballabwehr Halle und sie versuchen den nächsten Spielaufbau durchs Mittelfeld. Jetzt der Diagonalschlag nach vorne, da kommt Müller nicht mehr ran. Aber Batz hat aufgepasst. Klasse. Sehr schön rausgerannt. 20 Meter vor dem Tor und dann kompromisslos einfach auf Nummer sicher ins Ausgetreten dieser Ball, bevor es da gefährlich werden kann. Und Halle wirft einen zurück an die Mittellinie. Ja gut, soll mir recht sein. Das ist Jannis Vollert, der erstmal verteilt zu Sören Redemann. Und wieder die Rechtsaußenposition. Aber schlecht und schlampig angespielt. Der Ball geht ins Aus. Einwurf für den FC. Es ist der hier Platzherr ist beim Start. Aber ganz klar überlegen, oder Kai? Ja, super. Also der FCS macht ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel hier gegen Halle. Das ist, ja, ich hab darauf gewartet, dass sowas kommt. Und der Golai hat jetzt Platz und sind auf der rechten Seite. Schipnowski, der muss ein bisschen abbremsen. Da will er mit. Er macht auf Barilla, der kurz in Richtung Golai. Und er nimmt den Ball richtig schön in der Drehung mit. Und ja, haut den Gewicht richtig drauf. Aber wieder ein guter Angriff vom ersten FC Saarbrücken. Und ja, Halle, man merkt, die sind wirklich richtig beeindruckt hier im Ludwigspark vom FC 2:0 der Spielstand. Also der FCS ist in Liga 3 angekommen, das kann man schon sagen und macht ein richtig gutes Spiel. Halle, ja, haben jetzt weniger Raum, Saarbrücken zieht sich jetzt bei Ballbesitz von Halle in die eigene Hälfte zurück. Klar, man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus pressen und führt hier mit 2:0. Halle ja am ersten Spieltag ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, in Magdeburg mit 2:0 gewonnen. Ja, Magdeburg, man hat es gesehen, jetzt auch nicht richtig gut in die Saison gekommen, aber trotzdem, das war ein Ausrufezeichen von dem hallischen FC. Jetzt mal ein blöder Fehlpass vom FC. Magdeburg kann mehr in Richtung Strafraum, sind jetzt auf der linken Außenbahn, da muss man Barilla hin, kann den Ball nicht klären, aber wer erklärt, das dürfte Zwerko gewesen sein, kurz bevor der Ball zu Beuth geht. Also weiterhin. Ja, das war Jennikes Ding im Klein-Klein hier. Da muss dann einer mal den öffnenden Pass spielen und nicht da 4 gegen 4 an der Seitenlinie. Irgendwann hat dann der Gegner den Fuß dazwischen. Genau das ist dem Jennike gerade passiert. Und das hat dann letztlich diesen Eckstoß hier ergeben. Diesmal von der anderen Seite. Aus Halle-Sicht. Von links kommt der rein. Nicht ungefährlich getreten. Kopfball. Abseits. Denn der Ball war hinten Hintertor aus. Hintertor. Okay. Alles gut. Kann man vor hier nicht gut sehen. Aber der Linienrichter steht richtig, der hat es gesehen. Tor ab, Daniel Batz jetzt und Schipnowski tragt da schon nach vorne auf die Rechtsaußenposition an die Mittellinie. Müller bietet sich
an der anderen Ecke des Spielfeldes an. Aber vielleicht macht es Batz auch kurz. Ja, man muss ja nicht mehr beim Abschluss den Ball aus dem Strafraum kicken. Das war ja viele Jahre so gewesen. Ja, jetzt ein kleiner Abspielfehler von Barilla, die Linie lang. Einwurf deswegen für die Männer aus Halle in Höhe der Mittellinie. Ja, der bietet sich an, erstmal keiner. Und deswegen ist der Ball gleich wieder bei Blau-Schwarz. Schlechter Einwurf, muss man wirklich sagen. Aus dem Einwurf könnte jetzt wieder was passieren. Zum Beispiel mit Golay. Der schickt den Schickenauski auf die Reise. Ja, siehst du das? Ja, wird er gestört? Und im Handspiel außerhalb. Der Linienrichter muss es eigentlich besser sehen. Schiedsrichter steht 15 Meter weg. Aber es geht weiter. Halblinken Rostocker Seite, dann kriegen die den Ball zugesprochen. Ja, das sind alles so Sachen, die gefallen mir nicht bei diesem Schiri-Gespann hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, also der FCS macht aber das Beste draus und lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Spielt sportlich sein Ding nur runter, spielt richtig aggressiv, kommt in die Zweikämpfe, alle gar nicht so wirklich. Aber der FCS macht es auch klug. Wartet so ein bisschen ab, bis sie kommen, weil, also wenn man das pfeift, da hätten wir beim Jakob schon dreimal gelb geben müssen, also gegen die Gegenspieler von Jakob. So. Wir will normales Einsteigen, wird direkt gepfiffen. Beuth legt jetzt ab am Strafraum und dann gutes Fund aus der zweiten Reihe von Derstroff, aber der Keeper, unser Keeper Daniel Batz, ihr kennt ihn alle, da hat er mit kein Problem, kann das Leder aufnehmen, schickt die Manne nach vorne und haut das Teil jetzt nach vorne. Auf die linke Außenbahn, nicht ganz. Sebi Jakob kommt da nicht mehr dran. Aber dafür die Routen. Wieder mit Tich Ribeiro. Noch immer im Ballbesitz. Spielt zurück. Ja, Saarbrücken jetzt doch ein bisschen Stücken weiter vorne. Zwingen somit die Hallenser, den Ball zurückzuspielen zu Kai Eisele. Auf die linke Bahn zu Redemann. Wieder zentral zu Jannes. 2:0 führt der FCS hier. Voll verdient gegen den hallischen FC. Und ja, ausverkauftes Haus. Sind ja nur 900 zugelassen. Darf auch wieder ran auf Tickets. Aber die machen ja auch gut Betrieb, der Saarbrücker Anhang. Jetzt der Ball gelandet bei Maurice Deville im Mittelfeld. Spiel zurück wird nämlich angegangen auf Müller. Da war noch ein Fuß dazwischen vom Hallenser. Daher sind die Roten jetzt erstmal im Ballbesitz. Terence Beuth blickt nochmal zurück zu Niedfeld. Noch immer am Ball auf die rechte Außenbahn jetzt. Und was macht er? Da ist der Müller dabei, kann den Ball, Flankenball nicht verhindern, in den Strafraum hinein, aber Sverko klärt es in Zeiten aus, Einwurf für Halle. In Höhe des Strafraums vom 1. FC Saarbrücken, Halle von der rechten Seite. Pfiffe sind da zu hören, wenn Lukas Böder an den Ball geht. Warum, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich einer von denen, die da dauernd diese kleinen Nicklichkeiten machen. Halle versucht sich jetzt über links durchzutanken, gelingt nicht. Sebastian Jakob kann den Ball auch nicht richtig gut kontrollieren. Ja. Ist mir noch ein bisschen zu unkonzentriert so. Wenn man den Ball dann wieder erobert vom angreifenden Gegner, dann gleich in den öffnenden Raum, gleich den richtigen Pass spielen, nicht halb hoch, dann springt dem Sebastian Jakob der Ball gerne mal vom Fuß. Das war auch hier wieder der Fall und somit die Roten. Dann kombinieren sie sich ein bisschen ins Leere, selber ins Abseits. Das war Beuth, der hier seinen Gegner bzw. seinen Mitspieler auf links nach vorne schicken wollte mit einem schnellen Doppelpass, aber der hat nicht geschaltet. Ball geht ins Hintertor aus. Batz hat sich die Kirsche schon geschnappt und winkt seine Mitspieler nach vorne. Ich bringe den mal weit rein, weit und hoch in Richtung Sebastian Jakob. Wieder Kopfballduell verloren. Ich glaube, der hat noch keins gewonnen. In dieser Partie war auch gegen Hansa Rostock so. Dazu ist er einfach körperlich nicht groß gewachsen genug. Wie groß wird er sein, der Sebastian? 1,80 oder sowas vielleicht. Und die anderen, die haben dann 1,90, 1,95. Da hast du natürlich das Nachsehen naturgemäß, es sei denn, du stehst perfekt zum Ball. Saarbrücken mit dem Schlag in die Zentrale. Golay lässt abprallen, wird dabei gefault. Schiedsrichter lässt es durchgehen. Und deswegen Konterchance für die Gäste. Über die rechte Seite geht es jetzt nach vorne mal wieder. Das ist Dennis Mast, der hier Betrieb macht und versucht durchzustecken. Aber Saarbrücken passt auf mit Müller. Weg jetzt mit dem Ding. Jawohl, da vorne. Und Golay holt den Turbo raus. Nein, ein bisschen zu steil das Ding. Kann er sich auch vom Gegner nicht lösen. Der hat ihn auch ein bisschen gehalten. Wenn er sich fallen lässt, gibt es vielleicht den Freistoß und vielleicht sogar eine rote Karte, weil letzter Mann und so. Aber so schlimm war es dann wohl doch nicht, dass das glaubwürdig gewesen wäre, wenn Golay hier zu Boden geht.
Halle im Ballbesitz, in der Zentrale des Spielfeldes, durch den Mittelkreis jetzt gepasst. Da rücken sie auf. Alle Männer jetzt in der Hälfte des ersten FC Saarbrücken. Beuth kann dann gerade noch an die Wilde den Ball vorbeispitzeln. Aber wir sind immer noch in Höhe des Mittelkreises. Sie finden keinen Weg nach vorne in Richtung Strafraum 1. FC Saarbrücken. Das ist gut so. Das heißt, dass wir gut stehen, dass wir die Männer gut decken, dass der Raum gut abgedeckt ist. Jetzt mal Steilpass nach vorne. Ja, Halle ist am Ball. Wieder über die rechte Seite. Wieder natürlich der Rechtsaußen. Dennis Mast findet in der Zentrale auch seinen Mitspieler mit der Nummer 10, Michael Eberwein. Der kombiniert durch bis in den Strafraum. Und jetzt nochmal Flanke von hinten. Von Mast, Saarbrücken klärt, aber kann irgendwie den Ball nicht behaupten. Immer steht da ein Roter, wenn die Befreiungsschläge kommen. Und jetzt sind sie auf Linksaußen gelandet. Flankenschlag an den Elfmeterpunkt und jetzt räumt Zellner erstmal ab. Aber auch dieser Befreiungsschlag landet natürlich in den weit aufgerückten Reihen der Männer aus Halle. Wieder Mast, der Rechtsaußen setzt an. Der kommt sogar an bei Beuth, aber der wird von zwei Mann gestört und jetzt ist es klar. In der Höhe der Mittellinie Einwurf für Halle, zurück zum Defensivverbund geworfen. Querpass jetzt auf die Nummer 5, Jannis Vollert. Und er legt nochmal quer zu seinem Kollegen in der Innenverteidigung. Dann Vollert wieder am Ball. Wir sind schon wieder in Höhe des Mittelkreises. Diagonalpass auf die linke Seite diesmal. Da steht Barulla, will dazwischen gehen. Und so muss der angreifende Mann in Rot abdrehen nochmal und schickt dann einen mitgelaufenen Mann hintenrum die Linie nochmal in Richtung Flanke, da steht Jennecke, hat kein Problem, den Ball zu bekommen. Barulla nach vorne, Golay, jetzt verhalt ihn mal. Schön gesehen, Müller, aber dann doch 2 Meter zu weit nach vorne. Ich sag schon, Mensch, klasse Pass eigentlich, aber da haben die Gäste aufgepasst. Fuß dazwischen und Flankenschlag an den Elfmeterpunkt jetzt. Aufpassen, sehr gefährlich, Beuth steht da, springt am Ball vorbei. Das hätte eigentlich der Anschlusstreffer sein müssen. Sag ich mal, aber nicht sauber genug zu Ende gespielt. Trotzdem, Saarbrücken muss jetzt aufpassen, dass sie Halle nicht stark machen, wo meiner Meinung nach ein gutes Stück eben auch der Schiedsrichter zu tun hat, denn er hat das Spiel oft abgepfiffen, wenn wir in der Vorwärtsbewegung waren, wenn wir gerade so in den Rhythmus reinkamen, dann die Hallenser dann wieder mit Ballbesitz und irgendwann zermürbt es so ein bisschen. Wir schauen mal auf die Uhr, wie lange es noch zu gehen. 5, 6, 7 Minuten vielleicht noch in der ersten Halbzeit. Also 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Zellner gut gelöst mit Barulla. Jetzt die Linie lang. Da muss der Schiednowski laufen. Nee, braucht er nicht mehr, denn der wird vom Wind über die Seitenauslinie getragen. Dieser Ball die Linie lang. Und deswegen Einwurf in der Hälfte der Gäste wieder für die Gäste. So schaut's aus, lieber Rickball. Wieder am Aus, wieder ja, Einwurf. Aber Einwurf jetzt für den FCS. Also FC beschwert sich nicht, also wahrscheinlich war es okay. Sei es drum, aber du hast richtig gesagt, jetzt vor der Halbzeit keinen Fang, das wäre unnötig. Wird die Hallenser wieder aufbauen, von daher gesehen jetzt gut hinten stehen, Nadelstiche setzen nach vorne, Fouls in der Nähe vom Strafraum vermeiden. Das hat Zwerko jetzt nicht gemacht. Freistoß gibt's für Halle. Ja, gefährliche Position, um den Ball gut reinzubringen. Rechte Seite, Jausmar Naric hat sich selber auf den Schuh gesprüht, macht es gerade nochmal sauber. Also Freistoß für alle. Da steht da alles. Da steht der Börder, da steht da, noch. 29, habe ich schon gesagt. Das ist der Böder. Und Tietsch Rivero steht auch parat für den Freistoß. Also Daumen drücken, dass da jetzt nichts passiert. Wer macht es? Es macht Tietsch Rivero. Da hat er sich selber veräppelt. Okay, sei es drum. Tietsch Rivero wird. Zweimal kriegt jetzt die gelbe Karte wegen Zeitspiel. Okay, die liegen 2:0 zurück, aber sei es drum. Gelb für Tietsch Rivero. Kann man nur so dumm sein, oder? Ja. Also Freistoß noch immer für Halle kurz vor dem Pausenspiel. Vielleicht verarscht er sich noch mal selbst. Nein. Jetzt läuft er an, bringt den Ball gefährlich rein. Ein Kopf dazwischen vom FC. Ball noch immer in der Gefahrenzone. War aber gut gemacht von Golay. Pass auf Schipnowski, kommt auch an, aber hat 2-3 gegen sich, kann nicht durch, aber Einwurf für den FC. Gut so, noch 3 Minuten zu gehen hier im Ludwigspark. Weiterhin 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Also, schön ist es. In Halbzeit 1 natürlich, wir haben noch 45 hoffentlich unterhaltsame Minuten vor uns. Einwurf ist der FC Saarbrücken, Linie lang, ach, abgeblockt von Halle. Das ist mir ein bisschen zu schlampig, was der FC hier seit 10 Minuten präsentiert. Aber egal, Golay hat das Auge für Schipnowski. Der dreht sich einmal um die eigene Achse, sucht da
den Anspielpartner. Hinten ist alles voller Rote, da kommt er nicht durch. Also spielt er jetzt der FC Saarbrücken wieder hinten rum. Aber ist ziemlich weit aufgerückt mit Zellner, mit Zwerko, mit Müller, der jetzt auf links den Ball bekommt. Nochmal zurückkickt zu Zwerko. In der Zentrale ist es Zellner. Jawohl, lässt Beuth ins Leere laufen. Da ist Barilla, Zellner aufpassen. Nochmal den Sicherheitspass. Naja, an der Seitenlinie wartet, könnte Jenicke sein oder Gollei. Schwer zu erkennen von meiner Position aus. Jedenfalls der Ball noch in den Reihen von Blau-Schwarz. Und Zellner sieht den sich anbietenden Zeitz. Der lässt abtropfen. Sehr schön zu Barilla auf der linken Seite. Das Ganze fällt vor sich. Müller, schöner Wechsel zu De Ville jetzt in den Fuß. Nicht ganz genau getimt, aber De Ville bringt die Flanke rein an den Elfmeterpunkt. Leider geklärt per Kopf, aber Zeitz sieht auf der rechten Seite Gollei, der schießt einfach mal aus 30 Metern, aber weit übers Tor. Das müssen wir noch üben, Herr Gollei, das haben wir von Ihnen schon öfter gesehen. Da den Ball viel zu hoch anzusetzen, wenn es denn aus der zweiten Reihe geht. Eine Minute noch, sagt gerade der Christoph Tautz, unser Stadionsprecher. Reguläre Zeit also abgelaufen, gleich geht's in die Kabinen. Und 2:0 für den ersten FC Saarbrücken, der jetzt das Leder ganz ruhig kontrolliert in den eigenen Reihen hat. Mit Gollei in der Spielfeldzentrale, kein Abseits. Links außen, Jennecke geht in den Zweikampf, in den Strafraum. Und ja! Das war das, nicht das 3:0. Schöner. Zu kratzen, aber er hat es geschafft. Und Eckstoß Nummer 2 für den ersten FC Saarbrücken. Gollei wird das machen. Sicherlich die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. Saarbrücken FCS! So sieht's aus. Gollei lässt sich Zeit, damit es dann nachher nicht noch zum Konter kommen kann. Letzte Aktion, ich wiederhole mich da. Gollei, Eckstoß von der rechten Seite nach der Faustabwehr von Kai Eisele. Und der kommt nicht ungefährlich an den Elfmeterpunkt. Abwehr und aus der zweiten Reihe Müller! Riesenbums, aber in den Mann reingeschossen. Müsste nochmal nach außen verteilen. Mach es, jawohl. Gollei, komm, den kriegst du noch. An der Linie, reingeflankt, nochmal Eckball. Nein, lässt er nicht mehr machen. Kein Eckball mehr für den ersten FC Saarbrücken. Es ist abgepfiffen, erste Halbzeit vorbei hier im Ludwigspark. Und es steht 2:0 für den FCS nach Toren von De Ville in der zweiten Minute, wo sie den Ball einfach nicht aus der Abwehr rausbekamen. Und Schipnowski trifft dann zum 2:0 aus kurzer Distanz. Da war die Verteidigung der Gäste aus Halle auch überfordert. Das ist ein Zwischenstand, mit dem sind wir zufrieden. Bin mal gespannt, wie wir in der zweiten Halbzeit auftreten. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Schluss. Ich glaube, wir haben keine Möglichkeit, Musik anzubieten, Kai. Nee, wir lassen jetzt einfach die Stadionatmosphäre an und melden uns gleich wieder. Ja, so ist es. Bis gleich, bleiben Sie dran. Super, ne? Hallo.
Batterie mit dem Handy, deswegen kann ich nicht, nicht schreiben und ich bin von mir aus. Nee, nee, ich hab ein Passwort bekommen, das zu geben scheint. Aber ich guck sag mal auf meinem Akku. Da 56% auf. Eine Tabelle. Und da könnt ihr sehen, dass wir gerade ganz oben stehen.
Oh, geht einmal frei. Nee, das wird falsch. Über das Handy. Ich gehe mal über das Handy. Ich kontrolliere, ob alles gut ankommt, ob nicht die Zugriffe allein. Und da hatte ich vorhin schließlich immer 600. Ja, also, genau, nee, ja. Ja, mit dem anderen. Hier sind ja auch nochmal welche. Ich glaube, ich stream über zwei Kanäle. Vorsichtshalber. Ja, das sind immer 600. Weil ich das eine nicht. Aber die geht ja 19
Spiel nur so aus. Letztendlich konnte ich das da erhöht machen. Sie hören den Applaus aufbranden hier in Ludwigspark und das heißt, die Blau-Schwarzen haben den heiligen Boden, den heiligen Rasen wieder betreten, werden jetzt spielen von links nach rechts, also in Richtung der alten Virage Est, nur damit Sie es auch mal sich ungefähr vorstellen können. Ja, Halbzeitpause, es gab, glaube ich, nicht allzu viel Grund für Kwasniuk mit der Mannschaft böse zu sein, um es mal so zu formulieren. Eine Kleinigkeit hätte ich vielleicht anzumerken, ein bisschen genauer noch spielen, nicht überhastet, die Pässe müssen ein bisschen besser kommen, dann hast du die hier sowas von im Sack, die Leute aus Halle. Und ja, du kannst jetzt eigentlich nur einen Fehler machen in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach, indem du die Jungs jetzt nicht mehr ernst nimmst und denkst, du hast sie schon im Sack. So ist es nicht, die werden sicherlich ganz anders auftreten hier in Halbzeit 2. Oder musst du eben dagegen halten. Und das heißt, weiterhin konzentriert spielen, 45 Minuten. Und dann kann man das Ding hier auch gewinnen, sage ich mal. 2-0 steht's für den ersten FC Saarbrücken. Jetzt sind auch die Gäste auf dem Rasen gelandet. Und dann kann es wohl bald losgehen. Schiedsrichter gespannt, betritt in dieser Sekunde den Rasen. Und dann kann es gleich losgehen. Kai, du wolltest was sagen? Ja, ich sage es dir gerade. Und zwar ist Dennis Mast runter. Dennis Mast runter bei Halle. Dafür kommt Julian Guttau in die Partie und ich glaube Terence Beuth, nein, Michael Eberwein ist auch runter, dafür neu im Spiel die Nummer 19, Laurenz Dehl. Also Doppelwechsel, da hat der gute Trainer Schnorrenberg gehandelt, FC weiter unverändert. Rostock 0-0 Endstand und momentan Live-Tabelle, wir sind Tabellenführer. Rock'n'Roll. Ja, bescheiden wir es nicht, lieber Kai. Mich wundert es ein bisschen, dass der Dennis Mast runter muss. Das ist der Rechtsaußen von Halle und der hat eigentlich eine ganz gute, auffällige Partie hier gemacht. Hat gegen Müller gestanden, der hat ihn meistens entschärft, aber trotzdem, er ist doch zu einem oder anderen Flankenschlag gekommen. Sah nicht schlecht aus. Warum der jetzt runter musste, weiß ich nicht. Mal fragen wir Schnorrenberg vielleicht mal nachher in der PK. Keine Ahnung, auf jeden Fall FC unverändert. Und es gab auch keinen Grund, irgendwie zu wechseln. Die Mannschaft macht das gut beim FC Müller jetzt. Ja, vertändelt sich aber der Ball weiterhin. Im Ballbesitz kommt er mit Deville noch dran über die linke Außenbahn. Nein, aber es gibt Abstoß. Nein, es gibt Einwurf. Hat zumindest mal noch zum Einwurf geklärt für die Hallenser. Kein Abstoß. Also kann man direkt wieder früh draufgehen. Das haben sie ja gerade zu Beginn der Partie so extrem gut gemacht, dieser Brücker. Draufgegangen. Halle kam damit nicht zurecht. 2-0. Daher auch das absolut richtige Ergebnis. Zumindest mal das richtige Zwischenergebnis. Ja. Meiner Meinung nach können wir das gerne noch ein bisschen hochschrauben. Jetzt mal schön vorgetragener Angriff von Halle. Schön in die Spitze durchgelegt, diagonal. Aber da haben wir ja immer noch eine Innenverteidigung. In dem Fall waren das Zellner und Barulla, die hier für Ordnung wieder gesorgt haben. Ball ist im Seitenaus runtergekommen, in Höhe der Mittellinie. Einwurf für die Roten, die Linie lang, Kopfball direkt von Zeitz in die Füße eines Kameraden, nämlich Jennecke. Und Jakob hat sich den Ball an der Mittellinie geschnappt. Müller leitet weiter auf Jennecke, kommt er da noch rein? War abseits, sagt der Linienrichter. Ja, die fahren etwas. Ja. Also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ist eine Tatsachenentscheidung. Schade, wäre schön gewesen über die linke Seite hier mit Zeitz, mit Müller, mit Jennecke. Aber so haben unsere Gäste wieder den Ballbesitz und schlagen den erstmal in Richtung Mittellinie. Ja, fruchtig eingestiegen hier von unserer Nummer 3, Marin Zerko. Die Hallenser immer noch im Ballbesitz über die rechte Seite reingesteckt in den Strafraum. Jetzt wird es gefährlich. Ball kommt ans Außennetz geschossen, statt zu flanken. Und es gibt Tor ab. Jawohl, kann es keine andere Entscheidung geben. Da war keiner mehr dazwischen. Batz hat sich also das Leder geschnappt, legt es jetzt im 5-Meter-Raum hin. Das bietet sich an.
Zellner, auf der einen Seite ist Werko, auf der anderen, dann sehe ich da unten noch Barulla, der wird jetzt sicherlich gleich bedient werden, jawohl, von Zellner, wird aber angelaufen von Halle und Zeitz einfach nach vorne jetzt mal Richtung Schipnowski, der verliert das Kopfballduell, Halle hat den Ball sich gestoßen. Knapp in der eigenen Hälfte und dann geht es noch auf Deville, der wird von einem Mann attackiert, deswegen Deville nochmal zurück. Jennecke, ja, geht es ein bisschen ruhig an. Jetzt kommen die Hallenser, versuchen den Jennecke zu stören, aber der macht das ganz cool zurück zu Batz und Batz die Linie lang. Links außen, Deville, wer kommt da dran? Wer gewinnt das Kopfballduell? Deville, komm, hol dir den. Jawohl, hat den Ball geschnappt. Jetzt müsste der Schlag kommen auf die rechte Seite zu Gollay. Ja, da ist er. Der geht in die Zentrale, versucht durchzustecken. Kleines Missverständnis mit Schipnowski, ja. Schade, ich weiß nicht, ob der Gollay auch einen linken Fuß einen guten hat. Er hätte selber abziehen können, aber er macht es mannschaftdienlich. Beuth hier mit einem kleinen Stoppfehler, kann es aber wieder gut machen, hat keiner mit gerechnet. Und auf der linken Seite jetzt der neue Mann Julian Guttau geht in den Strafraum rein, legt in die Zentrale. Saarbrücken macht da die Räume eng, trotzdem kommt der Flankenschlag rein. Und aufpassen, Zeitz mit dem Befreiungsschlag. In der zweiten Reihe lauert allerdings schon der Kapitän mit der 33, Jonas Niedfeld. Legt auf die rechte Seite, da hat er für meinen Geschmack viel zu viel Platz und er wird zum Flankenschlag und da kommt keiner mehr ran. Einwurf für den ersten FC Saarbrücken in Höhe der eigenen Eckfahne, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder? Ja, müsste so sein. Da lässt sich einer ganz viel Zeit, der heißt Barulla. Der hat viel Zeit hier. Trotzdem, jetzt nicht denken, man hat das Ding hier schon im Sack. Du hast ganz schnell einen Gegentreffer durch irgend so ein blödes Ding kassiert und dann kommst du ins Schwimmen. Das will ich alles nicht. Ich will es auch nicht beschreien. Einwurf Saarbrücken, Eckfahne, Barulla ist das. Es bietet sich an, Gollay, aber dann doch zurück zu Zellner. Der schlägt das Ding in Richtung Mittellinie. Schipnowski wird da ein bisschen gesperrt, abgeblockt, kann nicht nach vorne laufen. Und dann verlieren sie den Ball, unsere lieben Gäste aus Halle. Und Einwurf wieder für Barulla auf der rechten Seite. 10 Meter von der Mittellinie entfernt auf der rechten Seite von Saarbrücken, wie gesagt, auf Zeitz geworfen. Ach, leider hat Barulla da über den Ball getreten. Einwurf für Halle an der gleichen Stelle. Die machen es schnell nach vorne. Schöner Fuß dazwischen von Zellner, aber wieder auf Kosten eines Einwurfs. Wir sind jetzt ungefähr 35 Meter von der Eckfahne entfernt. Also noch keine unmittelbare Gefahr. Einwurf durch Niklas Landgraf. Und schön dazwischen gegangen von Zellner. Wieder Einwurf, diesmal schon in Höhe des 16ers. Ja, da hätte er werfen können. Hat er nicht den Mut gehabt. Abseits wäre es gewesen. Aber das gibt es ja beim Einwurf nicht. Und so veräppelt sich jetzt hier der Hallenser selber. Wieso gibt es jetzt hier Eckball? Verstehe ich nicht. Hat ihn doch selber ins Ausgetreten. Die Gäste von der Linken. Sucht eine Anspielstation, wird attackiert an der Mittellinie. Wohin damit? Jetzt kein Leichtsinnsding. Spiel einfach zu Batz. Jawohl, hat er gut gemacht. Und Batz mit dem langen Schlag nochmal nach vorne. Linke Seite. Das ist Foulspiel. In der Luft drückt der Mann aus Halle unseren lieben Herrn. Wer ist das? Müsste Gollay sein. Ich weiß, wie in der A-Klasse, sagt der Ole hier. Ja, in der Luft einfach mit beiden Armen nach vorne gedrückt. Das ist Foulspiel an der Mittellinie und den führt jetzt schnell der Sverko aus. Die Linie lang auf Jakob, versucht da den Ball zu behaupten, aber in ihm sind immer zwei Mann. Klar, da kann er sich schlecht befreien, ist ihm diesmal auch nicht geglückt. Trotzdem ist da noch sehr schön unterwegs. Das ist Jennecke, tanzt den ersten aus, tanzt den zweiten aus. Kommt er noch zur Flanke? Ja, zumindest kommt der Ball rein und das ist Jakob. An den Torwart, der Torwart Kai Eisen.
Einzelne nur noch hinterher gucken, aber das Ding hätte zur Hälfte mindestens dem Jennicke gehört. Das hat er ganz klasse gemacht. Und sofort ist natürlich das Publikum da. Einwurf wieder in Höhe der Mittellinie für Halle, zurückgeworfen in den eigenen Defensivverbund. Quergelegt, auch ein bisschen riskant. Ja, geh dazwischen, Golay. Gut gemacht. Gegenspieler bedrängt. Leider im letzten Moment war der dann doch noch dabei. Und Halle versucht es über die linke Seite mit dem neuen Mann. Nee, ist nicht der neue Mann, ist Niklas Landgraf. Pardon, habe ich mich da versehen. Jetzt ist wieder Sören Redemann dabei. Hintenrum Halle, jetzt erst in der Hälfte des ersten. Das gefällt mir nicht. Wir müssen hier mal noch mal langsam eine Phase des Spiels kriegen, wo wir den Gegner vor uns her treiben. Und im Moment sieht es ein bisschen andersrum aus. Der erste FC Saarbrücken agiert nicht mehr so viel, sondern reagiert viel mehr, lässt einfach Halle cool angreifen, wartet auf Fehler. Und naja, man muss es fairerweise sagen, die kommen dann auch immer spätestens in Strafraumnähe, ist dann vorbei. Dann gibt es einen Stürmerfoul oder ein Abseits. In dem Fall war es, glaube ich, mal ein Stürmerfoul, was den Vorwärtsdrang der Gäste gestoppt hat. Und von daher Batz außerhalb vom Strafraum. Hinter ihm steht noch Zellner. Der bewacht das Tor. Okay, es geht nach vorne. Linie lang auf die Linksaußenposition. Das ist Deville natürlich. Per Kopf versucht er in der Mitte Jakob steil zu schicken. Geht nicht, aber nachfassen wieder da. Der geht nur hin. Und jetzt gibt es Stürmerfoul gegen Deville. Also das ist sehr, sehr kleinlich gepfiffen. Wie viele Entscheidungen in der ersten Halbzeit auch schon von diesem Schiedsrichter namens Asmir Osmanagic. Gefällt mir überhaupt nicht, was der hier pfeift, muss ich gern nochmal sagen. Das war gegen Rostock eine ganz ähnliche Nummer und ist eben einfach schade, wenn der Schwung rausgenommen wird durch ständig solche Kann-Entscheidungen. Und ich halte das noch nicht mal für eine Kann-Entscheidung, was wir gerade gesehen haben. Da pfeift man einfach überhaupt nicht. Das war ein Luftkampf mit angelegtem Ellbogen, ja. Da war gar nichts. Der Deville ist halt in dem Moment 10 cm größer gewesen als sein Gegenspieler und hat sich dann so ein bisschen hinfallen lassen. Also das war für mich null und nix. Es gibt trotzdem jetzt den Einwurf für Halle. Nein, sogar Eckstoß. Pardon, ja, ja. Muss ich mich korrigieren. Eckstoß von der linken Seite macht der neue Mann Julian Guttau. Und in der Mitte natürlich alle Mann fast im Strafraum des FCS. Flanke kommt rein an den langen Pfosten und per Kopf in Richtung 5-Meter-Raum. Und dann wird es gefährlich, aber da steht Deville, der kann raus. Aber der Ball ist noch in der Gefahrenzone, nochmal hochgechippt Richtung 11-Meter-Raum. Beuth steigt hoch per Kopf, immer noch die Alenser am Ball. Und dann Schuss übers Tor von Daniel Batz aus Spitzenwinkel. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, irgendwie läuft es heute nicht bei Halle. Und das soll uns nur recht sein, Kai. In der Tat, also dieser extreme Angriffslauf von Halle, den ich erwartet habe, zu Beginn der zweiten Hälfte gab es jetzt auch nicht. Saarbrücken mit einer Chance, die hätte reingehen müssen, sage ich von Sebi Jakob. Und ja, ein drittes Tor wird dem FC ganz gut tun. Jetzt vielleicht über Golay. Er macht zu langsam der Ball zu Schipnowski. Ah, hat zu lange gewartet. Muss jetzt wieder zurückspielen zu Barilla zentral, zu Manu. Und den sein Ball wird länger und länger und länger und länger. Und stimmt, das stimmt. Also, Einwurf gab es für Halle, zurück zum Keeper, wieder zurück. Also, das Spiel jetzt mal langsam nochmal orten, aber der FCS macht es gut, 2-0, hier die Führung und wir sind Spitzenreiter. Ja, darf man ruhig mal sagen, Ricky, du hörst das nicht gerne, deswegen sage ich es immer wieder. Also nicht den Tag vor dem Abend, du weißt Spitzenreiter, schon. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja. Das können wir machen, wenn hier abgepfiffen ist, dann wäre es dann vielleicht 24 Stunden so. Morgen spielen ja noch, glaube ich, die Lautra, ja, ja. Wenn ich richtig informiert bin. Lautern kann aber kein Spitzenreiter mehr werden. Wir können nicht mehr an uns vorbeikommen. Nee, also sind wir auf jeden Fall zumindest weiterhin vor Lautern. In Wiesbaden spielen sie. So genau, am Montag spielen die in Wiesbaden. Wir am Freitag ja in Duisburg beim MSV. Ich kann das alles erzählen, weil der Ball hin und her tuppert wie ein Pinball. Jetzt wieder bei den Alensern. Ja, das konnte er jetzt nicht so machen, aber langer, langer Ball, kein Abseits, doch Abseits. Würde ich auch so sehen. Und somit Freistoß für den ersten FC Saarbrücken. Ja, da hält der Hallenser noch ein bisschen am Batzi fest. Also Freistoß für den ersten FC Saarbrücken. Ja, die Hallenser so ein bisschen sind schon bemüht, die wollen jetzt nach vorne was reißen, aber das ist bis jetzt alles nicht zwingend, was sie machen. Sie kommen kaum in Strafraumnähe. Wir hatten jetzt mal eine gefährliche Situation, wo der erste FC Saarbrücken Probleme hatte, sich zu befreien im Strafraum, aber am Schluss ist dann doch
einer mit der Stiefelspitze da. Und Halle kann da nichts Verwertbares rausholen, obwohl sie natürlich schon ein paar Eckbälle mehr haben als wir. Jetzt geht es weiter mit Zeit. Schön auf Schiplowski. Ja, da bleibt er in der Drehung leider hängen an seinen Gegenspieler. Schade. Es geht weiter. Golay geht dazwischen. Wunderbar, der hat Kampfgeist. Soll er auch. Ist auch gut so. Haben sie alle beim ersten FC Saarbrücken, auch wenn sie es im Moment so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Bisschen einen Gang rausgenommen. Vielleicht können sie gleich nochmal einen Gang hochschalten. Ja, würde mir gut fallen. Ja, Golay, jetzt ganz klares Foulspiel. Da darf er sich meiner Meinung nach auch nicht beschweren, wenn es gelb gibt. Aber Schiedsrichter lässt auch diesmal den Karton stecken. Schön kombiniert jetzt von Halle über links. Ball kommt rein und Eckball Nummer 5. Zellner hat da aufgepasst, Fuß dazwischen und dann lieber auf Nummer sicher gegangen. Ja, aber trotzdem nochmal. Wir dürfen jetzt die Jungs, die Gäste hier nicht stark werden lassen durch so kleine Fehler und Unaufmerksamkeiten. Noch steht es 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Und jetzt kommt die Ecke Nummer 5, wie gesagt, betreten von Tietz Riviero von der linken Seite. Kommt nicht schlecht rein. Kopfball, Beuth steigt da hoch. Rechts dann über Schnurrenberg, der Trainer unten regt sich auf, der Trainer von Halle. Ja, auch, meiner Meinung nach auch zu Recht, ich habe es auch so gesehen, yeah. Aber kann ja auch mal eine Fehlentscheidung auch mal für uns gefunden werden. In der Tat, aber Ball jetzt bei Golay, rechte Seite, ist zugestellt, muss sich was einfallen lassen, holt immerhin einen Einwurf raus für den ersten FC Saarbrücken in Höhe der Mittellinie. Wer macht das? Barilla macht das, wie gesagt, jetzt sein erster Einsatz in Liga 3 für den ersten FC Saarbrücken nach einer muskulären Verletzung, spielt auf der Position von Bösel, der ja verletzt ist. Das gibt es jetzt Einwurf. Ja, war der Pass Zellner. Zurück zu Zellner, nicht sauber, will er nichts mehr machen. Nochmal Einwurf, also für den FCS, für Halle, unseren Gegner natürlich. Auf der linken Seite macht das Niklas Landgraf. Oh. Der wirft kurz und dann geht es ein Schlag ins Gesicht. Beuth war wohl der Bösewicht in der Drehung. Ob er das absichtlich gemacht hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Zeitz einen auf die Nase gekriegt. So sieht es für mich aus. Hoffentlich blutet er nicht, dann ist er wieder ein, zwei Minuten weg vom Platz. Aber unser Kapitän rappelt sich jetzt auf, der Manu. Und hat er Blut am Kinn? Nein, ich sehe da nichts. Aber es tut halt schon weh, wenn der Beuth in dich reinrusselt. Ne? Ja, klar, natürlich. Aber nichts passiert. Manu steht. Dieser Freistoß wird jedenfalls gepfiffen. Ja. Das richtige Ergebnis steht leider noch nicht an den Video-Walls. Die sind noch nicht angebracht, kommen ja zwei Stück hier hin. Weißt du da mehr? Wann? Also ich halte mich gerade bei Zeitangaben immer zurück beim SC. Und da ist der Wolle Tor! Also langer Ball. Also der Batzi wird hier gefeiert auch, ohne Sachs, weil Batz seine erste Vorlage, ein Assist von Daniel Batz in Richtung Maurice Dürbel. Und der geht, und der geht, und der Torwart kommt nicht mehr. Zweite Tor von Maurice Dürbel. 3:0 steht es hier, und das war Verwirrung in der Abwehr. Ich erzähle es gleich nochmal. Sie müssten Ricky, ist der Drops gelutscht jetzt? Ich sag noch nichts, ich sage erst, wenn abgepfiffen ist. Nein, das war ein ganz kurioses Ding. Batz schlägt das Ding in die Zentrale. Da stehen zwei Abwehrspieler in der Innenverteidigung und der Deville. Und der Deville rennt rein in die Schnittstelle. Und die unterschätzen diesen Ball. Und der kullert den Deville irgendwie auf den Fuß. Und er schiebt den unterm Torwart durch und das Ding kullert einfach ins lange Eck. Und da werden sie sich wirklich ärgern in der Innenverteidigung. Hören wir mal ein bisschen rein im Fanggesang hier. Jetzt gab es ein Foulspiel von Barilla an den eingewechselten Guttau. Da regen sich die Fans etwas auf, aber naja, jetzt bloß den Faden nicht verlieren. Also 3:0 für den ersten FC Saarbrücken hier. Und wie hört es? Gegen Saarbrücken. Man soll ja nie zu früh sagen, dass wir diesen haben. Und Halle jetzt im Ballbesitz. Aber das 3:0 hat den Weh getan. Das glaube ich, das auch. Ist klar. Und der Ball, wie gesagt, der Assist von Batzi. Langer Ball und der Ball rollt und rollt und rollt und keiner kommt dran. Außerdem
Deville. Gerade noch so mit der Stiefelspitze und das hat der Torwart unterschätzt. Ja. Kullert ins lange Eck, kurioses Ding auch. Sehr schön gelöst hier jetzt von Barilla. Und da ist Golay, hat das Auge im Fuß lang. Ach nein, leider wieder nicht präzise genug. Und da ist Schipnowski, holt den Einwurf für Saarbrücken raus. In der eigenen Szene Applaus. Und die Leute sind hier schon in Feierlaune, ganz klar. Oh, ist das schön, immer im Park zu sein. Die Ergebnisse stimmen auch. Echt, ehrlich. Ja, das kommt auf tiefsten Herzen. Aber echt. Ja. Also, ja, gleich der erste Wechsel. Das wird auch ja, wieder sein. Wird kommen. Genau, wie beim letzten Spiel gegen die Hansa aus Rostock. Also jetzt nochmal langer Ball, aber da kommt Sebi Jakob nicht dran. Ja, eine Kerze wird fabriziert von Halle. Ja, kommt Barilla dazwischen, gibt Einwurf für den hallischen FC. Von Saarbrücken aus gesehen, von der linken Seite schnell gemacht. Halle schon wieder im Spielaufbau überfordert, auf die rechte Außenbahn gespielt. Ja, schön weiter dicht stehen. Ja, da will er sie einen Freistoß rausstreichen. Also. Diesmal fällt der Schiedsrichter nicht drauf rein. Und Batz hat den Ball. Der ist dann einfach durchgelaufen. Der Ball natürlich und Batz, wie immer, die Ruhe selber legt raus zu Zellner. Der wird attackiert und dann Foulspiel. Beuth. Das war Frust. Ja, der Ball ist weg und der Beuth gibt dem Zellner noch einen mit. Ich glaube mit dem Ellbogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Gelbe Karte für den, wie du mir vorhin erklärt hast, von Zweitligisten gejagten Stürmer. Weg bei Zweitligisten gespielten. Ja, da haben wir ja auch einige in unseren Reihen. Nein. Es gäbe Riesenangebote für diesen Mann. Ja, jetzt gibt es wieder Shake Hands. Vertragen Sie sich doch wieder, der Zellner und der Beuth. Soll mir recht sein. Ich will hier kein böses Blut schüren auf dem Platz. Und für die Leute, die aus Halle vielleicht zuhören, ist ja klar, nehmt es uns nicht übel. Wir haben natürlich ein bisschen eine blau-schwarze Brille auf. Das ist ja ganz klar beim Fanradio. Jetzt gibt es den Wechsel. Jawohl. Kölke kommt rein. Für Golay. Von Tim Golay. Jetzt darf unser, ja, ich möchte fast sagen, Mann mit Spielmacherqualitäten rein. Der spielt vielleicht noch mal den einen oder anderen tödlichen Pass. Vielleicht ein bisschen mehr Spielkultur kommt da noch rein mit Fröse. Ich habe immer gerne zugeschaut. Und das soll so bleiben, hoffe ich. Deville mit der Kopfballverlängerung Richtung Strafraum, wird aber abgeblockt von Halle. Und dann schön gemacht, da ist Fröse am Ball, hat das Auge für Barilla. An den langen Pfosten, da lauert schon Jennecke, müsste reinlegen, auf Deville zum Beispiel. Ja, der kommt nicht ganz an, schade, aber schon wieder eine gefährliche Strafraumszene für den ersten FC Saarbrücken. Jetzt hat Beuth mal Platz auf der linken Seite, zieht in die Zentrale, Saarbrücken lässt ihn erstmal laufen, nochmal auf die linke Seite durchgesteckt zu Guttau. Und da ist Zellner da. Szenenapplaus für Zellner, der hier den Flankenschlag verhindert und wieder Guttau. Der kommt nicht ungefährlich an den langen Pfosten rein. Beuth steigt da hoch, aber kein Problem für Daniel Batz. Beuth in Rücklage, kriegt keinen Druck hinter den Kopfball. Bedankt sich trotzdem beim Flankengeber. Der war nicht schlecht getreten, aber Beuth kann ihn nicht sauber verwerten. Und damit Ballbesitz für den FCS. Mit. Ja, genau. Und Barilla, der eben ziemlich langsam zurückgetrabt ist, da wird ein bisschen Platz. Verständlich nach der Verletzungsphase. Fröse jetzt am Ball, es reibt Schleder nach vorne. Sieht Deville in die Lücke kommen. Und der Deville, Gamau, scheitert am Pfosten. Deville scheitert am Innenpfosten. Das hätte das 4:0 sein können. Da ist nur noch das Aluminium dazwischen vor diesem 4:0. Super Pass in die Tiefe, in die Lücke und der Deville macht das auch gut. Jetzt vielleicht noch mal Sebi Jakob in den Rückraum gespielt, aber da kommt Schipnowski nicht dran. Also der FC macht ein Megaspiel hier im Ludwigspark und ist längst angekommen in Liga 3. Ja, also das Ding muss er machen, das nimmt er zu viel Zielwasser. Die Ecke ist total frei und er macht es richtig gut und dann klatscht er nicht in die Maschen, sondern gerade noch so an den Innenpfosten. Pech für Deville. Aber 3:0 steht es hier. Ich leg dich mal fest. Hoch verlieren wir hier heute nicht mehr. Oh, das ist schon ein Optimismus. Ja, Riesenschwall vom Ricky, wenn er sowas sagt. Also lehne ich mich nicht so aus dem Fenster. Es wird gleich gewechselt. Markus Mendler wird kommen, auch ja verletzt gewesen. Ich denke, es wird ein bisschen umgestellt.
Zelle, der geht ein paar Meter, spielt nach vorne zu Fröse, der eben den genialen Pass gespielt und schon wieder was Schönes spielt. Aber da kommt der Sebi nicht dran. Da kommt er nicht dran. Der stattdessen die Hallenser. Und die müssen aber ins Ausspielen, weil der FC schön zustellt, lieber Ricky. Und das ist gut so. Ja, aber du siehst es, der Fröse ist zweimal am Ball und spielt zweimal wirklich messerscharfe Pässe genau in den Lauf. Das ist super, was der Junge macht. Und also ich finde ihn, was das angeht, hier den Pass in die Spitze, genau in den Lauf, durch die Gasse, das hat er einfach drauf, der Fröse. Und da ist der Golai nicht immer so glücklich unterwegs, obwohl er es natürlich genauso versucht. Aber es geht weiter. Erst FC Saarbrücken, ja, der Will geht nochmal in den Strafraum. Ah, der wird abgeblockt. Naja, fast wäre er wieder zum Torschuss gekommen. Und Einwurf für Halle jetzt, weil der Will den Befreiungsschlag gar nicht zulässt. Der Will dazwischen. Und an der Eckfahne geht der Ball ins Aus. Da müssen sie sich jetzt über das ganze Spielfeld befreien, die Hallenser. Das jetzt vor ihnen liegt. Und Saarbrücken steht da hoch, macht die Räume dicht, wollen die da einschnüren. Richtig so, richtig so. Und Saarbrücken geht dazwischen, diesmal mit Jakob. Festschlag. Und jetzt wird gewechselt, diese Einwurfpause wird genutzt. Markus Mendler wird kommen. Schipnowski geht runter. Auch wieder ein Bombenspiel gemacht hat er. Das 2:0 erzielt für den ersten FC Saarbrücken, letzte Woche getroffen gegen Hansa Rostock. Er wird gemobbt vom Rüdi und vom Manu als Rex Pelser. Aber wenn er so weitermacht, dürfte es wohl nicht mehr lange. Gibt es vielleicht die Einbürgerung in Saarland irgendwann, die Urkunde feierlich überreicht. Er ist auf einem guten Weg. Naja, okay. Wir schauen mal. Einwurf für Halle in ihrer eigenen Hälfte in Höhe des Strafraums. Ball wird in die Mitte geschlagen. Da steht Manu Zeitz. Findet Fröse. Findet Barilla. Nochmal Manu Zeitz. Sicherheitspass zurück zu Zellner. Wo ist der freie Mann? Jetzt greifen die Hallenser an. Etwas giftig. Aber ich glaube, die wissen auch, dass hier die Messe so ziemlich gelesen ist. Und Müller mit dem Ball die Linie lang. Auf Jennecke. Sehr Mendler. Schön abtropfen gelassen. Das ist jetzt Mendler mit dem Ball am Fuß, oder? Ja. So, der legt nochmal raus. Und der Flankenschlag kommt rein. Das ist der Will. Per Kopf kommt da dran. Nicht ganz, aber aus dem Rückraum noch. Barilla schießt einfach mal. Geht 2 Meter übers Tor. Aber geil gemacht. Schöner Angriff. Und dann auch noch Abschluss. So wollen wir das sehen. Es macht einen Heidenspaß, der Mannschaft zuzusehen. Unten auf dem Platz. Halle, ja. Zum Schlägel hinten raus, aber da ist der Fröse. Der ist super, der Mann. Zwerko am Ball, zentral, chippt ihn nach vorne. Aber kleines zu wem? Missverständnis. Zu niemand. Ja. Ins Leere, ins Hinter. Tor aus und es gibt Abschlag. Weiterhin 3:0 für den FC. Abstoß vom Kasten von Kai Eisele, aber kurz getreten im eigenen Strafraum. Da spielen sie hin und her, das ist nicht ungefährlich. Saarbrücken kommt, Saarbrücken presst, aber Halle hat erstmal noch die Lücke gefunden, um das Ding in Richtung Mittellinie zu buxieren. Dann aber ist der Fröse da. Jawohl! Klasse! Oh. Auf Jakob! Und jetzt rüber! Ja, das Auto rüber. Für Mentor. Mentor, mach es! Ja! Yeah. Mentor macht es! Das war ein toller Angriff! Leg dich nicht mit Mentor an! Das 4:0 für den ersten SC Saarbrücken! Also wirklich mustergültig von allen gespielt. Da haben die Pässe gestimmt, die kamen rechtzeitig, nicht lang gepackelt, durchkombiniert, ab durch die Mitte und Mendler hat das Auge und versenkt das Ding unten rechts. Ich habe am Ende noch gedacht, kommt der Hallenser da noch am Mendler ran, aber nee. Fröse nochmal super erkämpft. Ja, wie gesagt, der Pass, Fröse Ball, er gewinnt den Ball, spielt den Pass. Ich glaube, da war das mit links oder war das sogar mit rechts, das Tor von Mendler? Ich kann das jetzt gar nicht mal sagen. Ich muss dir nicht sagen, das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall super gemacht und auch dieser Treffer Fröse, seit er in der Partie ist, klappt das mit dem nach vorne kombinieren. Ich wiederhole mich da, ohne die Leistung von Herrn Golai schmälern zu wollen, aber mir gefällt der Fröse da besser, muss ich ganz klar sagen. Ja, der ist wirklich, wenn er reinkommt, du weißt aber wirklich, wenn ich den Fröse jetzt bringe, was ich bekomme.
Und das ist absolut. Oh, da war jetzt mal auch ein Spiel gesehen, aber FC muss jetzt aufpassen, weil der Ball im Mittelfeld gewonnen worden ist. Aber sie haben ihn wieder nicht gemacht. Ja, ist gut, linke alles Seite. Gut. Ja, im Strafraum abgezogen, abgeblockt. Barilla, schön. Auf dem Will. Genau. Sicher den Ball. Schön auf Röse. Zentral, der hat das Auge drüben. Müller, der holt den Einwurf raus für den ersten FC Saarbrücken auf der linken Seite. Ja, ich denke jetzt 4-0 steht's für den FCS. Könnte sein, dass wir nach der Partie nach dem Abwurf 3 Punkte haben. Ja. Ja. Sind wir mal Spitzenreiter, wenn wir jetzt nicht nur mal zu viele Gegentore kassieren. Ja, Müller gegen 3. Ah, schade. Gibt Einwurf für den Hallischen FC von deren rechten Seite. Bungu wird gleich reinkommen. Kostet der Bungu dicker. Und Halle wird auch noch mal wechseln. Aber beide dann zum dritten Mal. Ihr wisst ja, dritte Liga darf nur dreimal gewechselt werden. Der Ball jetzt gelandet bei Sverko. Auch wieder gute Partie von ihm. Super. Und der Ball ist da noch drin. Und der Mendler am Mendler hat den Ball. Der Mendler. Wer läuft schon nach vorne? Ja, Jakob bietet sich an der Linie an. Jetzt müsste der Pass kommen. Oder kommt in Richtung Jennecke in der Zentrale. Der legt rüber, bisschen verunglückt. Aber kommt noch an. Bei Barilla. Barilla auf Röse. Was fällt ihm denn jetzt ein? Nochmal Querpass. Und Sicherheitspass nach hinten zu Sverko. Der kann den Torwart noch mitnehmen. Ja, Halle macht jetzt natürlich nicht mehr hier so riesen Pressing-Spiel. Die wissen, die werden hier heute nichts Zählbares mitnehmen. Vielleicht schießen sie noch ein Tor, ihren Treffer. Aber das soll uns heute die Freude am Spieltag nicht vermiesen. Noch steht die Null. Das ist klasse. Und vorne stehen die 4. Okay. Zweimal Devil waren es bisher. Schipnowski und Mendler. Und der macht es wieder gut im Zusammenspiel mit Deville. Klasse, oh. Pass rüber auf die linke Seite. Müller ganz frei, könnte jetzt flanken. In der Mitte wartet Jakob. Kriegt er den? Na? Am langen Pfosten. Jennecke jetzt hat Zeit. Und was macht er? Chippt nochmal an den langen Pfosten. Oh. Mendler kommt nicht hinterher. Halle will sich befreien. Ja, machen sie auch erstmal aus dem Strafraum raus. Und dann Zeit griechisch-römisch. Da müsste er Gelb sich abholen. Der Manu eigentlich total unnötig. Weil hinten stehen 3-4 Mann. Die decken den Stürmer. Bis der vorne ist, hat er sich müde gelaufen. Da brauchst du kein taktisches Foul zu machen. Aber egal. Gelb für Manu Zeitz. Vollkommen zurecht, muss man in dieser Szene sagen. Ja, ja. Hält den Spieler nicht nur am Trikot fest, sondern am ganzen Körper. Jetzt wird Halle, gewechselt. Halle, Tietsch Rivero verlässt den Platz. Und Anatolis Papadopoulos. Anatolis heißt er. Ja, Papadopoulos kommt in die Partie für Halle. Saarbrücken, wie gesagt, wird auch noch einmal wechseln gleich. Und zwar, ich glaube, Bungu Dika, ja, da steht auch schon bereit. Rüdi hält auch schon das Schild in der Hand. Der wird gleich reinkommen noch beim ersten FC Saarbrücken. Und das Irre ist ja beim Stande von 4-0. Du hast in der ersten Halbzeit noch 200%. Schützenfest, aber ist eigentlich schon Schützenfest, oder? Also 4-0, das ist schon ein Statement. Also ja, finde ich auch. Also so klar, ich hätte mit erträumten feuchten Traum, aber vor allem die FC spielt auch so gut, muss man ganz klar sagen. Und ja, hinten wird auch alles umgemäht, natürlich alles fair. Und ja, Einwurf gibt es jetzt nochmal für Halle, aber vorher gibt es den Wechsel beim ersten FC Saarbrücken. Und zwar rausgeht unsere Nummer 13. Wo bist du? Genau, zweimal getroffen beim ersten FC Saarbrücken heute. Spätestens jetzt ist er auch wieder angekommen in Saarbrücken. War lange bei uns, ist dann nach Mannheim jetzt und in Lautern. Jetzt wieder Retour bei uns. Und José Bungu-Dika, wie gesagt, jetzt mit von der Partie. Ja, Bungu, auch ein Mann, der sicherlich mal treffen kann. Aber ich denke, er ist eher so für das Mittelfeld geholt. Genau, Bälle halten. Bälle halten, abschirmen, dann vielleicht auch nochmal einen Querpass spielen. Schauen wir einfach, wie es weitergeht. Noch eine Viertelstunde zu gehen hier im Ludwigsparkstadion. Und dann haben wir diese Schlacht überstanden, die wir, glaube ich, so langsam können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, lieber Kai, dass wir hier womöglich vielleicht als Sieger vom Platz gehen, oder? Ja. Ja, ich lehne mich da noch nicht aus dem Fenster. Ja, jetzt haben wir den Gag aber echt zu Tode geritten. Ja, schön. Wie gesagt, ich freue mich auch nochmal für Maurice Deville. Also ja, klar. Jetzt wirklich so richtig angekommen. Ein super Spiel gemacht. Super. Und jetzt Fest. Jakob. Kommt der Jennecke da noch dran? Ah, nee. Das war dann. War Jennecke, ja, Jakob hängende Spitze und Jennecke nach vorne, aber nicht erlaufen. Und Halle macht es groß und weit nach vorne in die Zentrale. Da steht Zellner. Ah, ja. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, aber alles klar, kein Problem, geklärt. Fröse nimmt mit den Manu Zeitz, unseren Kapitän, der hat das Auge für Mendler.
Ja, ja, komm, setz dich durch. Ja. Ach, schade. Ja. Aber es geht weiter. Mendler hinterher. Wie ein kleiner Terrier will den Ball haben. Genau. Und vielleicht haben wir den gleich wieder. Jawohl, schön gemacht von Zwerko. Balleroberung in Richtung Fröse. Und dann gibt es doch Freistoß für uns. Ja. Was macht der denn da? Ja, der Ball wäre noch gerollt und jetzt sind wir bald stehen und liegen und dann alles so gut. Blöde Frustspielchen da. Was soll das? Zwerko hat den Ball am Mittelpunkt des Spielfeldes. Wo ist vorne was los? Da ist Bewegung bei Jakob natürlich, aber der kann nicht angespielt werden. Mendler jetzt. Nochmal zurückgelegt zu Barilla. Barilla nochmal zurückgelegt. Genau. Und jetzt geht's rüber zu Müller. Ich weiß nicht, wie lange ist der eigentlich schon bei uns? 4 Jahre, 5 Jahre? Keine Ahnung. Wungu jetzt, erste Ballberührung. Lässt abtropfen zu Manu Zeitz. Der nimmt nochmal den Müller mit in der eigenen Hälfte. Auf der linken Seite sind wir. Halle macht jetzt eigentlich nicht mehr viel, greift nicht mehr an. Kein Pressing mehr. Lässt einfach Saarbrücken sich den Ball hin und her spielen. Die Spieler laufen sich schön frei in Blau-Schwarz. Und da gibt es nicht viel zu kommentieren. Müller nochmal auf der linken Seite. Fröse läuft sich da die Linie lang frei. Aber das hat der Abwehrspieler gemerkt, geht hinterher. Deswegen gibt es nicht den Pass nach vorne, sondern weiterhin hintenrum mit Barilla, mit Zellner. Dann wartet Zwerko und hinten der Müller auf der Linie. Zwerko jetzt erstmal nochmal dran. Müller, wie ich es vorausgesagt habe, da steht von Gutika. Aber nein, es geht wieder zurück. Erinnert mich ein bisschen an Österreich gegen Deutschland. 1982, glaube ich. Weil einfach Halle nichts macht. Halle greift nicht mehr an. Halle hat sich hier aufgegeben. Ganz klar. Ja, die kommen pressen. Die kommt nichts, komm hier. Kommt gar nichts. Nimm mehr. Doch den 16er mit. Ja, Saarbrücken spielt nochmal hinten rum. Und ja, ist auch gut so. Wir haben, wie gesagt, es ist das dritte Spiel erst, aber erst ein Gegentor. Und das finde ich auch super. Und jetzt mal ein bisschen Öffnung beim FC. Oh, gefährlicher Pass eigentlich hat von Zeller. Keiner mehr Bock bei Halle. Und jetzt gar nicht mehr auf Müller. Ist schon in der Hälfte von Halle, spielt auf der linken Seite José Pierre Bungudica an. 1 gegen 1, nein, Fröse. Nimmt Fröse mit. Und der schön zieht ab aus der zweiten Reihe in die Arme von Kai Eisele. Also auch noch ein Abschluss von ihm zu spielen. Hier noch 10 Minuten circa und ein 4:0 steht auf den nicht da seienden Video Walls. Ein bisschen. Sagen wir mal, steht bei uns auf dem Zettel. Ja, steht bei uns auf dem Zettel und das ist auch gut so. Und der Ball ist jetzt gelandet bei den Roten, bei Halle, über die linke Seite. Probieren Sie es nochmal. Und der Mendler ins Aus. Einwurf für Halle von der linken Seite Höhe der Mittellinie. Ja, wird nochmal zurückgepfiffen. Wird nochmal zurückgepfiffen. Landgraf mit dem Einwurf zu Niedfeld. Zurück zum Abwehrchef, zu Jannis. Das ist genau Vollert. Nochmal zentral gespielt. Niedfeld in Richtung Beuth, da ist Zelle dran und der Menta probiert auch zu helfen, trotzdem die Roten noch im Ballbesitz. Ja, auf links nicht voll gespielt, da ist Landgraf, Flankenball hinein, da muss Saarbrücken klären, klären die auch. Schön. Und vielleicht mal eine Möglichkeit zum Konter, aber nee, Menta macht das Spiel langsam. Barilla nicht genau aufgepasst, deswegen Fehlpass, aber die können den Ball auch nicht stoppen, die Hallenser. Da ist Mungudika. Nimmt nochmal Müller mit. Wir sind nochmal in der Hälfte des ersten FC Saarbrücken quergelegt auf Zellner. Komm, die sind doch stehen, K.O., die haben doch schon keinen Bock mehr. Hau den doch noch einen rein. Ja, Mendler, Barilla. Wungu schleicht sich da in die Linksaußenposition. Da ist aber ein weiter Weg zu gehen für Herrn Barilla. Da muss er einen 60, 70 Meter Pass schlagen. Deswegen lieber doch nochmal die Kurzpassvariante zu Zellner. Der steht da mit dem Ball, nimmt den Batz mit. Ja, wenn ihr nicht angreift, sagt sich der. Dann spielen wir das hier einfach mit Rasenschach fertig bis zur 90. Minute. Mit 4:0 sind wir zufrieden. Ich würde gerne noch einen Treffer sehen. Dann tobt hier das Stadion. Hat sowieso schon getobt. Ja, ich würde auch gerne einen sehen. Aber es macht es clever. Und warum jetzt was anbrennen lassen? Halle mal ein bisschen kommen lassen. Aber da kommt nicht viel. Ball sicher hin und her spielen. Keiner tut sich mehr verletzen. Es gibt keine weitere unnötige gelbe Karte mehr. Also FC macht das gut. Verliert jetzt mal den Ball Bungo auf der linken Seite. Halle hat Platz, aber die sind wirklich jetzt nicht so arg gefährlich. Wir haben keinen Bock mehr. Ja, der Ball wieder zurückgespielt. Super Rille, also der FCS macht das keineswegs wie ein Aufsteiger, nee. ein Greenhorn, sondern spielt das wirklich clever. Ja, Wungo probiert jetzt den Ball nochmal quer zu legen zu Sebi Jakob, aber der wählt den falschen Laufweg. Geht nicht innen rum, sondern außen rum. Sei es drum, weiter 4:0 hier.
für den FC und viel wird er nicht mehr in die falsche Richtung gehen. Nee, kurzer Blick mal zur Uhr, noch vielleicht 8-9 Minuten ja, plus Nachspielzeit, da wird es nicht viel Nachspielzeit nicht, nee. Geben, weil ich denke jetzt die ganz, ganz groben Fouls werden wegbleiben, es sei denn, da kommt dann doch zum Schluss noch ein Frustfoul und wenn, dann könnte das bestenfalls von Halle kommen, aber ich glaube, die haben auch jetzt nicht mehr Lust, sich da jetzt noch bei einem verlorenen Spiel, sagen wir es doch offen, hier noch einen Haufen gelbe Karten oder rote Karten sogar abzuholen, die wollen jetzt einfach hier noch mit Schadensbegrenzung raus. Die haben auch keine Lust mehr, ein fünftes Ding zu fangen, so ein bisschen. Nee, ich auch das Gefühl. Nee, aber ich glaube, wenn der FCS hier nochmal im Gang hochschaltet, ja. Machst du noch das fünfte. Ja, darf man, Gott sei Dank so sagen. Halle, Rot noch immer im Ballbesitz, jetzt nähern sich so langsam Richtung Strafraum des FC. Flankenball kommt mal hinein, aber den pflückt der Batzi runter. Was haben wir für eine Zeit? Pflaumenzeit noch, ne? Wie eine, ja, oder ist nicht. Kampf, der hat noch Power auf der linken Seite. Wungu in den Lauf gespielt, in der Mitte wartet Sebi Jakob. Oh! Ah, da wird der Ball kurz bevor er einschießen kann, noch abgewehrt aus dem Strafraum raus. Kleines Raunen im Publikum. Gutes Ding von Müller und Bungo Dika auf der Seite. Ein bisschen in den Rückraum gespielt. Der Pass nicht genau genug. Jakob steht natürlich da, wo er stehen muss, aber eben nicht sauber bedient genug. Steht 4-0. Wenige Minuten vor Schluss. Und Halle hat den Ball. Saarbrücken lässt jetzt auch rollen, aber Bungo Dika geht an den ballführenden Mann. Ja, lass sie am besten gar nicht mehr aus der Hälfte rauskommen. Hey, Halle macht echt nichts mehr. Nein, die haben sich aufgegeben, schon vor 10 Minuten. Kommt nichts mehr. Saarbrücken steht auch gut. Ja, da gibt es jetzt nicht die super geniale Anspielstation hier. Pressschlag. Und der Pressschlag landet bei Bungo Dika. Der sieht Fröse in der Mitte. Und da startet der Jakob durch. Was passiert? Kriegt er den? Boah! Ja, aber abseits. Ach, schade. Ja, aber abseits. Hoffentlich kriegt er jetzt nicht noch gelb. Ja. Der Jakob kann sagen, ich habe den Pfiff nicht gehört, war abseits, klar. Ein bisschen zu spät gespielt, diesen Pass in die Schnittstelle. Wieder von Fröse. Der Fröse nickt, seitdem er wieder drin ist. Ja. Der auf den Bub ist verlassen. Ja, aber Jakob darf da auch nicht so schnell durchstarten. Wenn dann der Ball kommt, ist natürlich abseits. Und ja, eigentlich unnötig. Das kann das 5-0 sein. Bisschen vertändelt, bisschen unkonzentriert zu Ende gespielt. Aber wenn das Einzige ist, was ich hier heute groß zu bemängeln habe, dann soll es gut sein. Müller holt sich den Ball vom ballführenden Rechtsaußen von Halle. Das ist der gute Laurenz Dehl, vorhin eingewechselt worden. Kriegt da auch keine Schnitte gegen unsere 23. Und das ist gut so. Und das ist Sverko, der führt jetzt den Freistoß aus. Ja, wurde sogar noch Freistoß für Müller gegeben. Zellner hat den Ball auf Barulla weitergeleitet. Rechte Abwehrseite des ersten FCS zurück zu Zellner. Ja, jetzt können wir wieder ein paar Minuten hin und her die Querpasse spielen, weil Halle steht da einfach, macht nichts mehr. Lässt Saarbrücken einfach den Ball hin und her spielen. Sieht natürlich fürs Publikum nicht so toll aus. Sie sehen ja auch oder hören viel besser. Da ist nicht mehr viel Lärm jetzt hier im Stadion. Jeder weiß, dass das Ding hier durch ist. Ball im Aus, Einwurf FCS, jawohl, komm, gibt uns noch einen. 5 ist eine schöne runde Zahl, auch wenn es eine ungerade Zahl ist. 5 sieht einfach besser aus, oder? Ja, 5 gewinnt, da ist es ja. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, ja, wäre schön, jetzt mal langer super. Ball Jennecke. Auf Jennecke, da dreht sich nochmal um in der Hälfte. Ja, von Halle, Bungui Dika jetzt in der Zentrale, spielt nochmal quer auf Anthony Barilla, könnte auf bei Halle, richtig so. Libero spielt Batzi, will den Ball haben hinten, kriegt ihn aber nicht. Zelle, Egoismus. Nein, Spaß beiseite. Kann man ja machen beim 4-0 Spielstand. Und Batzi wieder am Ball. Spielt jetzt auf Barilla. Der nochmal zurück auf Zelle. Alles beim Stand vom 4-0. Sieht auf der linken Seite, ist der Müller ganz alleine, wartet auf den Ball. Und dann wird der Ball jetzt wahrscheinlich wieder zurückgespielt. So sieht es aus, weil Halle gar kein ja, nichts macht, um mal auf den Ballführenden zu gehen und ja, warten ab. Da kann man sich fragen, wer führt hier? Ja, das ist der FC. Und zwar eindeutig und Halle, ja. Die stehen irgendwie wirklich hinten drin, jetzt keinen fünften fangen. Ja, muss man so sagen. Muss man so sagen. Bisschen traurig, weil das wäre mir jetzt egal. Ich würde wenigstens versuchen, für mein Fanpublikum zu sagen, komm, ein Ehrentreffer, den machen wir noch, wir werfen uns hier nochmal rein. Ja, wenigstens einen Treffer. Aber das machen sie nicht. Die versuchen eher die 4 zu halten, wie du es richtig sagst. Zähne. Jetzt Zellner, tritt mal an. Jawohl, auf der linken Seite, Bungo Dika mit viel Raum. In der Mitte wartet Jakob.
Ungudika geht noch ein paar Meter an die Strafraumgrenze, legt jetzt quer. Da steht. Oh, Luftloch. Zellner, der, naja, Luftloch hat nicht richtig durchgezogen. Mendler jetzt am Ball auf Zellner. Ui. Ah, schwach. Den hat er nicht gut verarbeitet. Unser Chef der Innenverteidigung. Aber was soll's. Spielt heute keine Rolle mehr. Schöne Aktion jetzt von Halle. Da gehen sie im Mittelfeld nochmal schön durch. Aber Zeitz auf Böse, dreh dich um. Wo ist der Sebastian Jakob? Ja. Hol dir das Ding mit. So ist es richtig. Mendler, nochmal Rückpass. Alles cool. Zeit. Heute wieder eine super Leistung gebracht. Muss man ganz klar so sagen. Alle auch heute wieder gut. Ich habe hier keinen großen Ausfall gesehen in den Reihen des ersten FC Saarbrücken. Haben alle ihre Arbeit gut erledigt. Bis sehr gut. Deswegen steht es hier auch 4-0. Freut mich auch besonders für Herrn De Ville, der ja immer so ein bisschen umstritten ist oder war Anfang der Saison. Da war doch schon mal bei uns. Da war er nicht so der Allerbeste. Und, aber jetzt hat er heute 2 Tore erzielt. Das bringt ihm vielleicht noch mal etwas Selbstvertrauen. Hey, hört einfach hin. Ja, es ist schön zu hören. Ja, die Aufsteiger stehen vorne. Ne? Ferl, Saarbrücken, interessant. Ja, ja, Türkgücü auch vorne drin. Ja, ja. Also, es ist zwar noch sehr lange zu gehen, aber die Momentaufnahme ist einfach schweinegeil, ja, würde jemand sagen. Ja, absolut. Und der FC macht es auch so bärenstark. Macht es so, so bärenstark. Noch stärker als gegen Rostock. Okay, Rostock eine. Spieltag und jetzt haben sie es auch probiert, aber Saarbrücken war klar eine Nummer besser heute, muss man so sagen. Auch ohne blau-schwarze Brille Saarbrücken war eine Nummer zu groß heute für den hallischen FC, die kaum zu einer richtig guten Möglichkeit gekommen sind. Saarbrücken hätte es noch höher machen können, vielleicht sogar müssen, denn nämlich dann die Großchancen von Jakob oder den Innenpfostentreffer von Maurice De Ville. Also da war wirklich alles dabei. Und da passt er jetzt auch gut in Richtung Fröse. Linker Außenbahn ist er. Geht zentral. Geht noch immer. Zieht jetzt mal ab. Torwart ist klatschen. Und der bevor der Mendler da noch dazwischen funken kann, ja, kommt noch dieser Höder was, glaube ich, und kann klären. Schade, schade. Also nochmal eine Riesenmöglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Aber ja, war geil. Ne? Der Mendler, wenn er die Stiefelspitze richtig dran kriegt, ist es 5-0. Wurde dann so ein bisschen abgedrängt, abgelaufen. Schade. Aber wieder einfach aus dem Nix schönen Angriff nach vorne gemacht. Und wieder, wenn ich mich nicht irre, über Fröse. Der hat hier für mich ganz klar den Deckel drauf gemacht mit der Einwechslung, als der kam. Da war Ruhe im Spiel. Da hast du auf einmal eine noch bessere Spielkultur gehabt. Oh, Manu jetzt. Also wenn du so einen Mann hast, wenn du so einen Mann hast auf der Auswechselbank und kannst den dann in der 70. oder was immer noch bringen, das ist einfach klasse, so ein Trumpfass im Ärmel. Der hätte jetzt nach den letzten beiden Auftritten vielleicht auch mal eine, ja, Startelf-Platz verdient. Vielleicht, ne? Aber ich glaube, der Trainer hält erstmal noch an Golai fest, will ihm noch mehr Selbstvertrauen geben, will sagen, ja, du bist auch der nicht Mann verkehrt für mich in der ersten Elf. Und dann wird er vielleicht auch noch stärker. Und dann hast du 2 so Granaten da. Ja, wie gesagt, das ist ein Luxusproblem, über das man quasi. Jetzt ist es aus! Der erste FC Saarbrücken gewinnt hochverdient gegen den hallischen FC mit 4-0 und grüßt von der Tabellenspitze in der dritten Liga. Also, Chapeau, erstes Tor durch Maurice De Ville, 2-0, Kipnowski, 3-0, De Ville, 4-0, Markus Mendler, leider gab es nicht mehr Tore, aber alle waren hochverdient. So sieht's aus, lieber Kai. Und wir freuen uns natürlich, wie ihr auch zu Hause alle. 4-0 für den ersten FC Saarbrücken. Das ist schon, finde ich, ein Ausrufezeichen für einen Aufsteiger hier. 3 Spiele, noch keine Niederlage eingesteckt. Und am Freitagabend geht's weiter beim MSV Duisburg. Auswärtsfahrt werde ich mir wahrscheinlich auch im Fanradio. Hin. Und wir schauen auf die anderen Spiele vom FCS. Unsere B-Junioren, die spielen oder haben um 13 Uhr gespielt beim FSV Mainz. Da liegt mir leider kein Ergebnis vor. Unsere Frauen in der zweiten Bundesliga heute beim ersten FC Köln angetreten. Weiß ich auch nicht, wie es ausgegangen ist. Und um 16 Uhr, da spielt unsere zweite Mannschaft in der Landesliga beim SC Altenkessel. Also schnell ins Auto rübergefahren nach Altenkessel und gucken, wie die zweite sich schlägt.
wäre eine Option für den späten Sonntagnachmittag. Und die A-Junioren, die spielen erst wieder am 18. Oktober. Das soll es von mir gewesen sein. Mein Name ist Ricky. Ich hatte heute die Ehre, mit dem lieben Kai zu übertragen. Wir sagen Tschüss vom FCS-Fanradio. Bleiben Sie uns gewogen. Hat Spaß gemacht mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Traust du Manuel Baum das zu, dass Schalke wieder eine Einheit wird, dass es wieder besser wird? Also erstmal nur vorsichtig formuliert. Das Wichtigste auf Schalke ist, dass die Grundordnung zurückkehrt. Und dafür könnte Manuel Baum der Richtige sein. Wenn Was man, meinst du mit wenn Grundordnung? Wenn man an seine Augsburger Zeit zurückdenkt, Armin, die haben eklig gespielt, Augsburg, immer.